Yo, 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 yo. Hallo, was geht ab? Yo, yo, yo. Leise hier. Ich muss mal eben gucken, ob im VOD die Musik gemutet ist. Weil ich habe hier ein paar Sachen umgestellt. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Ja, ist so. Okay, perfekt. Was geht? Ukelü! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dort alles kaputt geht. Hi. An Straplex, dankeschön für die Primes ab im 37. Monat. Oma zwingt mich dazu. Gute Oma, feini. Dankeschön. Und Envy Late, dankeschön für den Resub im 11. Stufe 2 sogar, danke. Und 360, dankeschön für den Resub im 33. mit Amazon Prime. Und ich fiel mir auf dem Weg nach Hause. Was geht bei dich? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkältet, Alter. Ich bin ganz Tag schon am Husten und hab Schnuppeln und so. Vielleicht kommt das nicht gut, wenn man nach dem Duschen sich in einen Raum setzt, wo Klimaanlage an ist. I don't know. Wir werden sehen. Und ein bisschen träge heute. Aber solche Tage hat man. Ich kriege aber gleich Spaghetti-Eis. Habe ich schon mit Kommandozentrale habe ich schon mitbekommen, dass ich das bekomme. Und ihr kriegt kein Eis, weil ihr seid Ärgerer und ich nicht. Ich bin lieb. Bitte Besserung, ja, noch bin ich nicht krank. Ich hoffe, dass ich auch nicht krank werde. Weil für die Leute, die vergessen haben, ich habe jetzt bald Geburtstag. Ich will schön chillen und Torte essen, Alter. So sieht's nämlich aus. Der dicke Kuchen, Alter. Tolle Kuchen im Toaster, frisch geduschten, klimatisierten Raum. Ja, was soll ich machen, Alter? Leben am Limit. Ich sag, wie das Schattenbot. Hi. Boah, das ist aber groß. Das ist aber nicht für mich, ne? Ja. Das trinke ich nicht. Das, was ist das? Brattee, ne? Four Bros? Stimmt, hat der Memo mal gesagt. Schmeckt das? Muss man jetzt schütteln? Irgendwie kriege ich. Das sieht schon nach Bauchschmerzen aus. Ich probiere mal. Ist lecker. Dankeschön. Ja, doch, doch, doch. Ja. Ach was, genau mein Humor. Zum Glück bin ich nicht besser, deswegen finde ich es amüsant, dass auch einer so einen Nagel im Kopf hat wie ich. Ja, ich sag wie das. Ich mach nur Scheiße, Alter. Ich bin 30 Jahre, aber Kind im Kopf. Wie alt wirst du? Boah, Bruder, ich bin 31, Alter. Das ist schlimm, ne? Gibt's Birthday-Stream und Donation-Goal? Geburtstag ist ja Mittwoch. Eigentlich mache ich da ja keinen Stream. Soll ich streamen am Mittwoch? Sollen wir zusammen Geburtstag feiern? Habt ihr das vom Eismann geholt? Achso. So ein Eiswagen? So lange nicht mehr gesehen. Die überhaupt nur existieren. Danke. Ich hab Spaghetti-Eis, ihr nicht. Was ist mit Timmer? Hallo, wollt kurz Hallo sagen, bin gerade am Kochen. Viel Glück, Timmer. Wenn du Tipps brauchst mit dem Toaster, dann schreib mir. Noch bin ich nicht am Zocken. Hallo zusammen, cooles Alter, macht ihr nichts? 31 ist schon eine Hausnummer, ne? Ich hab Wassereis. Boah, ich würde tauschen Wassereis gegen Dings, ehrlich. Ich bin großer Wassereis-Fan. Was ist das denn hier für eine Waffel, Alter? Boah, ASMR jetzt. Nicht Kenny. Dankeschön für den Primes-Abo und herzlich willkommen. Kann es sein, dass du Kenny heißt? Und Nate, dankeschön für den Resub im 2. Hallo, meine Sonne. Hallo, mein Mond. Und der Hulk, dankeschön für den Prime im 13. Wassereis habe ich auch noch. Wassereis ist der Shit, Alter. Nichts Besseres. Das ist zwar einfach nur Wasser mit Zucker, aber egal. Wie du damals mit dem Toaster. Yo, die Story wird nicht alt. 34, passt schon. Keiner nimmt mir das Lachen, auch nicht das Alter. Ach, Alter, ist nur eine Zahl, ne? Ich fühle mich so wie 12 manchmal. Oder 13. Zumindest benehme ich mich manchmal so.
Auch mit den Dingen, die ich sag. Aber ist nicht schlimm. Bin cool, ne? Warum zeigst du mir den Mittelfinger? Ja, ich hab versucht, aber da ist kaputt gegangen. Was soll ich machen? Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, das stimmt. Auch körperlich, also körperlich musste ich schon einiges wegstecken. Hab ich ja letztens schon erzählt. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich so alte Männergeräusche mache, wenn ich mich hinsetze. Aber das ist einfach nicht schlimm. Das zeigt eigentlich nur, dass man so ein absoluter Genießer ist. Ich sitze jetzt hier in meinem Gaming-Chair und esse einen Spaghetti-Eis. Seid froh, dass ich keine Webcam habe, ehrlich. Bro, auf Twitter hat jemand tatsächlich ein Foto von einer Pizza mit einer Banane gepostet. Und wieder ein anderer mit Fischstäbchen drauf. Boah, aber Fischstäbchen fühle ich. Aber Banane ist absolut pervers. Ekelhaft. Wer tut ein Gemüse auf eine Pizza? Schmeckt lecker. Guck mal. Ich halte euch den Löffel mal hin. In die Webcam. Wollt ihr auch? Dann nicht. Und Inke, Dankeschön für 100 Bits. Wie geht's euch denn heute so? Kennt ihr diesen Twitter-Post, der ist schon ziemlich alt, von Dr. Edgar? So einer, die angetwittert hat, von wegen, eure Pizza schmeckt voll nach Hurensohn. Und Dr. Edgar hat zurückgetwittert, warum hast du dir beim Pizzaessen in der Hand gebissen? Wer kennt den? Ich finde das gut, wenn alte vier mit der Zeit gehen. Morgen Montag, stimmt. Montag ist immer scheiße, ne? Der ist richtig alt, aber der ist gut. Hallo Shinorio. Und Shadow Moses, Dankeschön für den Resub im 39. Monat, Alter. 39, Junge. Überleg mal, das sind... Auf jeden Fall ist das über ein Jahr. Junge, Alter. Ich könnte ein echt lustiger Reaction-Streamer werden, ich sag's euch. Da soll mal einer sagen, Trimax oder so ist verpeilt. Ich check ja geh nix. Meinst du, Joshua? Meinst du echt, der wäre gefeuert worden? Das sind 3 Jahre und 3 Monate. Was geht ab, BT? BT, in deinem Video, was du gepostet hast, ne? Wusstest du eigentlich, dass du, als ich dich gehauen habe mit dem Dings im MP, dass du gesagt hast, fuck, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Warte mal. Vielleicht finde ich deinen YouTube-Kanal schnell. Du hast auf jeden Fall übel den Versprecher drin. Ich dachte eigentlich, du kannst diese Gangpommes. Oh, wo ist denn jetzt dein hässlicher YouTube-Kanal? Da Vinci. Kuba postet auch schon wieder das hier. Oh, da ist Mucke drin. Fuck. Jetzt. Mann, das ist nicht in dem Video drin, Alter. Oi. Das hat rausgeschnitten. Dann habe ich das bei dem Clip gesehen, den du mir geschickt hast. Oh, Kotzen. Das hat man noch nicht hinbekommen, den Desktop zu zeigen. Ja, das ist mir klar, dass ihr nichts seht. Du wolltest irgendwie sagen, scharfer Beschuss, aber du hast irgendwie so scharfe Schuss gesagt oder sowas, Alter. Ich habe mich totgelacht vorhin.
Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen. Ich muss dann einstellen, dass ich den Desktop zeige. Außerdem habe ich Sachen, Lesezeichen und so, die euch nichts angehen. Das ist Private Stuff. Also keine schmutzigen Sachen. Aber da sind so Links von gewissen Dingen. Das ist von Mila Haut. Mhm. Was lachst du denn so, Jack? Hallo, Bubbles. Und hallo, Juri. Und Floxe.de, Dankeschön für den Primes beim Elfen. What happened, Nizzle? Was geht for Shizzle? Ich krieg das Eis nicht, das schmilzt schon, Alter. Auch keine dreckigen, sondern so Private Stuff. Ich mach mir mal ganz viele Lesezeichen-Dinge. Sonst würde ich alles andere nur verchecken. Sicher OnlyFans. Quatsch. Keine Ahnung, Schattenbund, habe ich nichts mitbekommen. Ich weiß nur, das hat der Jack mir, glaube ich, gesagt, dass der im RP Stress bekommen hat und dass er die im RP angelogen hat. Weil der hat ja seine Karre verloren und so, ne? Der Jack hat Lesezeichen über alle RP-Spielerinnen, die in der deutschen Szene existieren. Ja, Joko, ich habe meinen Schlafrhythmus komplett gefixt. Ich bin gestern nach dem Stream, ich glaube eine Stunde später, bin ich pennen gegangen und bin heute Morgen um einmal kurz wach geworden und ich glaube um 10 oder so aufgewacht. Also komplett erholt auch. Noch nicht, Danat. Noch habe ich mich nicht entschuldigt. Ich habe noch nicht im Discord geguckt und auf dem Teamspeak, da hängt der nicht ab. Hier ist alles am Laufen, Alter. Ekelhaft. Und der Jack hat uns sogar Lesezeichen verloren, wo der nächste Kippenautomat ist. Wo den günstigsten Tabak gibt für seine Stoffmaschine. Ich glaube aber auch, dass der Spieler ein kompletter, also komplett neu im RPS. Zum Glück bin ich ein Junge und hab Zewa am Schreibtisch. Ist immer wichtig, sich die Nase zu putzen. Ekelhaft, her. Kannst vergessen, Katze. Ich hol die Jazz. Übrigens Jazzman hier. Könnt ihr aber nicht hören, weil die kommt nicht die Treppen hoch. Die hat keinen Bock da drauf. Was, ja, was habt ihr schon wieder für Gedanken? Natürlich, um sich die Nase zu putzen. Und wenn ich gekleckert hab. Ich habe immer ganz Wischmopp. Ach du Scheiße, Junge. Da will ich nicht deinen Monitor sehen. Nivzak, danke schön für den Resub im 23. Monat. Servus, Jungs, wie läuft das Leben? Gut, ich hoffe bei dir auch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Klecker nur. Ich bin Kind. Ich sitze hier auch immer und wippe mit dem Stuhl hin und her. Mit Glapflicker. Ich glaube, heute wird nichts im RP gehen, Alter. Das ist auch ein, falls der Nick das noch nicht gefixt hat, ist da ein ganz böser Bug gerade. Ja, Beatty, du brauchst mir deine YouTube-Videos gar nicht schicken, die kann ich nicht abspielen. Du machst immer böse Sachen rein. Ich weiß nicht, ob Rakimo da ist. Kann ich nicht sagen. Kann sein, dass der arbeiten ist heute. Ich finde das voll unangenehm, zu essen, während ich live bin. Ehrlich.
Mm-mm. Das ist der Sprachfehler, den du meintest. Ah. Och, Kanabibi, danke schön für den Prime-Sub im 11. Monat. Und Weezy, dich lese ich nicht vor. Du bist kein Freund mehr. Wann erst der Mockbang-Stream? Mock M.O.K., meinst du den Rapper, über den sich alle lustig machen? Den Ex-Rapper, der Pfandflaschen sammelt? Oder was soll das sein? Ne, ich fühle mich nicht beobachtet. Ich will euch nur keinen vorschmatzen, weil ich sowas selber als störend empfinde. Eis isst man nicht, man leckt es. Ich esse Eis. Ich habe gute Zähne. Ich kann Eis einfach essen. Ohne, dass das wehtut. Ich schmatze nicht, nee, nee. Ne, Trend Mockbang vor der Kamera, Bär kann Essen verschlingen. Oder das ist haram. Außerdem ist das absolut pervers. Gibt's so einen YouTuber, Alter. Den gibt's ja schon ganz lange. Der macht immer so Challenges, der frisst, der isst. So 40 Big Macs auf einmal, Alter. Der ist super klein und super dünn, aber der verdrückt die. Ich würde so kotzen, ne? Hallo, Hannah. Hannah, solltest du in dem Stream jetzt Werbung für deinen Schimmel-GTA-RP-Server machen, ne? Bann ich dich. Ich sage dir nur. Ich mag dich, Hannah, du bist cool. Aber du denkst auch, dass du ein Fuchs bist. Aber ist ja nur Spaß, mach ruhig. Wie heißt der Server nochmal, den du da machst? Visual, wie? Visual? Ich bin ein Puma. Oh mein Gott. Riechst du denn auch wie ein Puma? Furious Pete ist auch krass. Ja, der ist ja schon ganz geil zu alt, Alter. Das war ja noch YouTube 2001. Ja, doch innerhalb von einer Sekunde hat der einen Liter Wasserflasche gesoffen. Was hab ich jetzt gesagt? Innerhalb von einer Sekunde eine Liter Wasserflasche getrunken, so. Boah, die ist gut, aber alt. Hört auf zu lachen. Ich habe auch manchmal einen Kick im Kopf. Und Tanner, danke schön für den Restart beim 9. Grüß dich zurück. Wie ist das Wetter in Nordhessen? Strammer Mann, boah, du bist Sub bei Triluxe. Wusstet ihr, dass Triluxe aus Duisburg kommt und ich den sogar vom Sehen kenne? Der ist ja in die Schweiz gezogen, ne? Ich hab den ganz oft schon gesehen. Damals. Also bevor ich wusste, dass der Streamer ist, so. Hattest du die Fehlermeldung Brain Access Stop? Dachte, die kommt gar nicht mehr bei mir, Bruder. Bei mir fällt alles direkt runter. 18 Grad und nass. Ich hoffe, damit meinst du das Wetter, Alter. Aber ja, ich hab dich ja gefragt. Butterweltrekord kotzen könnte ich ekelhaft. Absolut pervers, Alter. Auch wenn man. Es gibt auch so einen YouTuber, der ist auch schon uralt, ey. Der fängt immer seine Videos oder der hat seine Videos so angefangen. So richtig gut, als würde der irgendwas richtig krasses kochen. Und auch so richtig gute Kameraführung, guter Schnitt und untermalt mit Musik und. Und dann hat man so am Anfang gedacht, boah, Bruder, ich habe auf jeden Fall richtig dick Hunger gleich, wenn der fertig ist. Und dann klatscht er auf einmal seinen Fuß in so eine Eierschüssel rein und all so eine Scheiße, Alter. So krank, Junge. Und klatscht da so ein Hähnchen ins Klo rein und stopft da mit seinem Fuß das Hähnchen in die Toilette runter und pinkelt da drauf und so. Das ist natürlich keine echte Pipi, aber der will das halt so übermitteln. Das ist aber auch schon uralt. Ja, genau so heißt der. Oh, how to basic, Alter. Das ist krank, ist das. Und auf irgendeine Art und Weise ist das lustig. Was schaust du dir an? Schattenbund, guck dir das GIF an bei Twitter, was ich gepostet habe. Dann weißt du, was in meinem Kopf abgeht. Ja, ist lustig, aber man spielt nicht mit Essen. Nicht. Macht man nicht. Vite, ich weiß genau, warum XD, Alter. I read your mind.
Kennst du den, der eine Mülltonne leckt? Na klar, der Beatty kann den voll gut nachmachen. War das Beatty? Warst du das? Ich glaube, Beatty war das. Ich wünsche mir einen wunderschönen Bach. So redet der, ne? Schön Weckewerk am Abendessen. Was ist das denn, Weckewerk? Das hört sich an wie ein Werk von Thyssen, Alter. Alter, Biest ist auch schlimm. Eine Menge schlimmer. Schlimmer Leute auf YouTube. Musst du googeln. Auf gar keinen Fall. Das ist bestimmt so ein Screamer oder so. Und für die, die gerade erst eingeschaltet haben, ich habe ein bisschen in OBS rumgespielt. Das kann sein, dass wenn wir gleich ins Spiel gehen, alles komplett zerstört wird. Also Motherboard wieder kaputt geht. Es kann sein, dass für die Leute, die nicht so gutes Internet haben, sogar der Stream laggt. Aber ich wollte mal versuchen, ob ich noch ein besseres Bild hinbekomme mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich sage immer, egal wie krank, irgendwer hat das schon gemacht, kranke Welt. Ach, das ist ja noch harmlos, was wir da sehen. Viel schlimmer sind die Sachen, die auf anderen Seiten unterwegs sind. Drops gerade? Weiß ich nicht. Vielleicht Instant Stream aus, ich hoffe nicht. Toll gemacht. Hallo, ich will doch nur für euch ein besseres Bild hinkriegen. Die Welt ist krank und pervers. Ich mache jetzt noch Duftkerzen und dann gehen wir gucken. Das wird übrigens heute mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit eine, ich nenne es mal Filler-Folge. Weil wir haben gerade nichts zu tun. Und es hat immer noch eine Beta. Wenn der Server überhaupt gerade steht, ich weiß es nicht. War doch alles top, wie es war, aber man kann es verbessern. Wir können heute nicht schon wieder irgendwo einbrechen oder irgendwas machen. Eigentlich habe ich mal vor zu gucken, aber das ist auch schon wieder zu krass, so irgendwie an Cop-Autos ranzukommen und die zu durchsuchen. Vielleicht finden wir da irgendwo eine Waffe. Weil Waffen kann man momentan noch nicht bekommen. Ja, ja, stimmt, Cry. Und der Autotyp wollte heute da sein. Da weiß ich aber OEC halt durch Nick und so, der ja mit bei Nifty jetzt mitdevt. Und auch durch Loco, dass die da am System gerade noch am Rumbasteln sind. Aber wir werden trotzdem hingehen und den suchen. Vielleicht kann man ja schon ein Auto vorbestellen. Gibt ja viele RP-Götter in der RP-Szene. Findest du, Henna? Wer ist denn deine Top 5 so in den RP-Lern? Hau mal raus. Hallo, Apfelmatti. Guten Abend. Gib mir auf den Sack. Peanut? Habe ich mich vorhin auch noch mit Mila kurz drüber unterhalten. Wegen Twinkie und Peanut. Wir hatten mit Peanut und Twinkie überhaupt gar keine RP-Stränge, ne? Wir sind online gekommen und haben irgendwie nur, also ich zumindest, ab 50% nur reingekickt. Und sonst sind wir nur rumgerannt und haben, weiß ich, sind irgendwelche Leute auf den Sack gegangen. Oder von A nach B. Wir hatten keine Story so wie jetzt. Wir kriegen irgendwelche Aufgaben, wir gucken, yo, was ist da? Wir verfolgen irgendwelche Pläne, was weiß ich, sowas hatten wir gar nicht. Top 5 ohne Edelbitte wird by the way nicht zu akzeptieren. Ein netter Growth OG aus 2017, der ist cool, aber ich bin auch komplett 2017 hängen geblieben. Kein Scheiß, ich vermisse Twinkie Peanut, das war einfach so super lustig. Das stimmt schon, Mad Monday und so. Vielleicht ist das lustig zum Zusehen, aber wenn man das selber spielt, das langweilt einen irgendwann, ne? Ich kann das einfach nicht. Ich krieg, wenn ich an Kreis-RP denke, kriege ich eine Krise. Obwohl daran gar nichts irgendwie Schlimmes dran ist, so. Im echten Leben steht man auch oder sitzt irgendwo und unterhält sich. Ich weiß nicht warum. Und Mathis, Dankeschön für den Resub mit Prime im 37. Danke für die jahrelange Unterhaltung, Kekuschkiss, immer. Ne, mit dem Opa habe ich keinen Kontakt mehr. Der hat mir mal vor 2 Monaten bei Twitter geschrieben, von wegen, es wird keinen RP-Server geben und er hätte mal wieder Bock. Aber ich glaube, der hat mittlerweile auch eine Freundin und so. Der wird auch nicht zurückkommen. Glaube ich. Aber das gleiche habe ich auch von Rakim gesagt, ne?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Rakim nochmal zusammenspiele. Peanut habe ich meine Freundin auf deinem Stream gemacht. Jetzt fragt sie manchmal nach Curtis und Peanut. Ich starte jetzt hier die Permis, Alter. Das geht aber Kashi. Nix. Oh, bitte, bitte, bitte funktioniere alles. Bitte keine Lags, keine Drops und bitte bessere Grafik. Please. Lieber Gott, please. Ich war einmal schon online, hab mich kurz angezogen heute Mittag. Und Mr. Slater, Dankeschön für den Prime-Sub im 25. Keikush Cini. Meme is old, Mann. Eigentlich könnten wir Cini Mini löschen. Ach, hatten wir ja gelöscht, hab ich reingebracht wieder. Können wir eigentlich ersetzen. Curtis Rakim und Jif gedreamt, Trio. Hausi, ich beobachte dich, ne? Set Game Grand Theft Auto 5. Ja. Musik aus. Hallo VOD, ihr schönen Menschen. Oh. Ja. So, wir streamen. Mit 60 FPS, mit über 8 MB Upload. Das ist illegal. Why? Wenn ich jetzt hier so stehe, sieht man einen Grafikunterschied? Oh. Vielleicht sieht man ja ein, wenn ich mich bewege. Huch. Oder wenn ich so mache. Bye, have a beautiful time. Für die Leute, die das kennen, gucken, ob ich Artefakte habe. Ich mache mal ein bisschen DJ. Und Montino, danke schön für den Resub im 51. Monat, Bruder. Vielen lieben Dank. Keku Schlaf und Peak. Sieht gut aus, okay. Ich gucke mir manchmal das VOD immer an und VOD ist ja mal schlechter von der Grafik. Wollt ihr ohne mich fahren? Steig ein. Wo wollt ihr hin? Wieso? Warum? Ist der Nasenhaar schneien? Mila wollte. Hallo Mila. Ich wollte dir die Tür eigentlich aufhalten, aber du warst ja nur auf Klo und Kang. Hey. Habt ihr euch mir den Kurs angeguckt, Mann? Nö. Der ist runtergefallen auf $189. Oh mein Gott, ich hab... Ich hab so dick eingekauft was vorhin. Was zum... Ich bin so im Minus. Ja, ich bin pleite. Du willst nicht wissen, mit wie viel ich drin war. Ich will überhaupt nicht wissen, in was du drin warst. Das hast du jetzt falsch ausgelegt. Soll ich jetzt auszahlen oder soll ich... Bleib drinnen, Mann. Ich hab noch paar tausend, ich hatte diese Dings noch. Ich bin mit 40.000 rein, Mann. Woher hast du $40.000? Ich hab vorher investiert und da ist der Kurs hochgeschossen. Nö, ich mach da nichts mehr. Ja, komplett pleite. Bis zum Ende gehe ich, Mann. Mach doch. Gut siehst du aus. Danke. Bin schick, Mann. Ich bin fresh as fuck. Yo, yo.
Ja, ja. Die Frau mit den größten Brötchen und dicksten Würsten in der Stadt ist wieder für euch da. Das Traunsdorf Southside. Das ist Raven. Komm, wir gehen einen Hotdog essen. Alright. Ja. Setz dich doch nur vorne. Nimmst mich nicht mal mehr am Arm. Bitch. Okay. Komm her. Oh, komm her. Warum zittert deine Stimme so? Ich dachte, du bist Gangster. Ich sitz vorne. Ist gestern Abend noch was passiert? Nö. So, jetzt einmal bitte beim Fahren darauf achten, wie das Bild aussieht. Danke, lieber Chat. Wofür war das? Wart ihr die Gelddinger noch verticken? Ich bin noch ein paar losgeworden, yo. Nicht aussteigen, ich pack nur ein. Jetzt können wir raus. Bist du sicher? Ganz sicher. Oh mein Gott, schrei mich schnell mal. Wichser. What up, yo? Hallo, mein Freund. Was geht ab, Ray? Ich geh gleich ins Autohaus zurück. Ja. Ich muss nur erstmal was essen. Was kostet das billigste Auto bei dir? Oh. Ich hab endlich eine Speisekarte gemacht. Wenn ihr gucken das möchtet, geht mein Auto den ist billigste da vorne eingeheftet. Wo? Das will ich aber. Kann ich da aus dem Stehgreif nicht sagen? Ich muss ins Büro, ich muss gucken. Da habe ich meine Liste liegen. Ich hab die hier nicht. Ich seh keine Speisekarte. Wie wär's denn, wenn du zu mir kommst? Ins Büro? Warte. Okay, vielleicht. Hat die vielleicht jemand aufgehoben? Läuft nicht weg, hier. Alles gut. Jetzt? Ja, ich fahr jetzt. Nö. Ich hab nur gegessen, dann gehe ich jetzt gleich. Oh Mann. Ich glaube, den habt ihr kaputt getreten. Ja, alles gut, kein Stress. Ja, alle auf einmal, ich kann immer und nur einen jetzt? Bedienen. Ne? Also bring ein bisschen Zeit mit. Eigentlich wollte ich nur einen Hotdog. Ja, alles gut. Ach Mann. Und eine Kuh. Hä? Muss ich boxen? Beschissen. Ah, okay. Wie? Was willst du denn auf dein Handy? Und sweeping? Ja, Mila, da liegt ein Zettel auf dem Boden. Ja, erst einen Laden ausrauben, jetzt boxen wollen. Aus dem Runtergefallen. Das ist doch keine Ausrede, ich wurde wirklich angeschossen. Eine Wurst, von den blöden Wurst-Sweepen. Blöden Männern, die hier den Lila tragen. Die sind heute besonders wichtig, die musst du aufpassen, wenn du zum Ziel vorbeigehst, dann schießen die direkt. Und Brötchen. Ach klar, soll ich den Brötchen buddeln? Geschwindig wollen, dann erwarte ich euch gleich bei mir, ja? PDM wisst ihr ja, wo das ist, ne? Ja, genau. Habt ihr es? Was ist denn nochmal für eine Zeit? Im PPR-Kugel steht auch. Ja, das ist der Autohaus-Typ, ne? Ja. Hast du heute schon auf? Also ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, was ich krieg und was für Preise ich habe. Dann kommen wir gleich mal vorbei. Ah, okay. Bring ein bisschen Zeit mit. Ich muss noch ein bisschen gucken. Also, ne, ich hab die Listen noch nicht so studiert. Ja. Okay. Oh, kein Problem. Ja, super. Alles klar, bis gleich. Ihr wisst ja, wo es ist, ne? Ein PDM, ne? Ja, genau, das PDM. Ist doch jetzt angemeldet. Ja, genau. Dankeschön. Okay. Alles klar, bis gleich. Was zahl? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld bei. Ja, verrückt. Ich hab für Schüssel. Aber ich kann gut zum Automat. Ich kann auch bezahlen. Wie viel kriegst du denn? $2.50. Das geht. Ich geh kurz zum Automat. Ich geb dir 4 für Schüssel. Ruzzo, Dankeschön für den Prime Sub im 18. Monat. Also können wir doch schon Autos gucken, beziehungsweise vielleicht vorbestellen. Ich hole mir auf jeden Fall einen Primo. Wenn ich genug Geld habe. Wenn nicht, müssen wir grinden. Ja, was Geld abhält, eigentlich wollte ich gar nicht zu dir, wollte zum Geld automat. Ich hab keine Ahnung, wie teuer die Dinger sind.
Weiß ich nicht. Vielleicht 10.000 oder so. Also den ich haben will, hoffe ich. Ich werde mich bestimmt nicht auf den Bauernhof setzen und irgendwie Milch machen oder Orangen. Hallo Kuba. Ich hab gesehen, du wohnst in Rancho. Wenn ich dich sehe, verklopp ich dich. Oder wir machen Dance Battle. Memo macht Milch. Oh, hat einer Carsten gesehen? Bye, have a beautiful time. Na, warte mal, ich kann noch einfach. Ah. Hm. Der ist auf jeden Fall in der Farm, Pommes. Und Mr. Game, ach, danke schön für den Resub ebenfalls am 12. Aber, okay, Kusch. Weh. Schönes Tuch hast du da. Ich habe die Texturen für Gelb schon fertig gemacht, Kuba. Aber Nick konnte heute noch nichts auf dem Server laden. Keine Sorge, kommt. Yo. Yo, Bitch. Was ist los, Bitch? Was ist Milan? Kurz im Laden drin. Wollen wir gleich zu dem hinfahren, da zum Laden? Yee, alright. So, die Riesen, die gefunden hat, so nie. Ich geh mal kurz rein. Fertig. Naja, mit den Hosen habe ich noch nicht gefixt bekommen. Aber ich sag, da liegt Bitch, am Kleidungsstand. Raven hat dich gefragt, ob du einen Hotdog willst. Ja, klar. Wer ist denn der Typ da draußen, Mann? Der ist voll komisch. Keine Ahnung, Mann. Welcher? Er kriegt gleich einer. Ja, und Hotdogs ausgeben will. Wo sind wir hier? In Disneyland? Ja, warum hat er mir keinen ausgegeben? Er wollte den Hotdog ausgeben. For sure? Yeah, hast du schon bezahlt? Ja, ja. Ja. Ich dachte, du hast kein Geld bei. Doch. Ich wollte halt, dass du zahlst. Warum muss ich zahlen? Chisel, why not? Chisel, for Chisel, why not? Was, why not? Wie sehe ich aus? Ja, warum Scheiße. Nicht? Warum? Nein, sieht gut aus. Danke. Aber ich bin ein Typ, willst du dir von einem anderen Typ sagen lassen, wie du aussiehst? Ich hab dir auch gesagt, dass du cool aussiehst. Ja, du bist auch komisch. Ich bin dein Bruder. Ist denn da? Küsst ihr euch doch, blöden Männer. Machen wir immer und das weißt du, weil du im Fenster hängst. Aha. Okay. Na und tu nicht so, als ob es dir nicht gefällt. Lass jetzt losfahren. Ich wollte noch einen Hotdog holen. Ja, Bitch, dann hol dir einen Hotdog. Was nennst du mich Bitch, Bitch? Du bist eine Bitch, Bitch. Deine scheiß Schnauze. Wer trägt denn hier die Kette mit dem kaputten Herz? Das ist, weil du mir mein Herz gebrochen hast. Hol doch, weil deine komische Brieffreundin Schluss gemacht hat. Aus Papua-Neuguinea. Das war einer zu viel. Ah, du Wichser. Hey. Nur weil du dein Fake-Bild von dir geschickt hast. Du bist gar nicht 1,80, du bist 1,30, Jojo. Ja, du Catfish. Genau, du Cack. Okay? Genau, du bist ein Catfish. Bei dich gibt's eine Sendung bei MTV. MTV ist cool. MTV ist scheiße. Nee. Darf ich meine Wohnung? Kann ich mal einen Hotdog? Was willst du? Wie, was? Ich will was, willst was du zu essen. Trau? Ja, was willst du auf dem Hotdog? Ach so, eine Wurst wäre nicht schlecht. Ich krieg die Tiefe vorne Würstchen. Damit fangen wir schon mal an. Soll in einem Brötchen. Brötchen. Soll ich das wieder budern? Ne, ohne bitte. Gut. Also. Warte mal, wir nehmen den Scheiß auf, das Ding geht viral. Dann. Boah, ich? Ja. Oha, warte, warte. Ich zeig dem Scheiß Internet, wie du Dinger machst hier. Ich muss wie du das aber hübsch machen. Butterbrötchen, Butter. Oh. Ja, hau mal so einen Lachs auf die Platte. Brötchen. Ja. Will auch im Video sein. Nanu, willkommen bei Fat Juicy Buns und Big Hot D's. Yeah, Mann. Ich bin die Raven. Und das ist mein Gosche. Das Video ist nicht mal online, wir kriegen schon Dislikes wegen Jojo. Fick dich, Bitch. Yeah. Kuf, ja, was machst denn du da? Das ist mein Huduk.
Was ist denn ein Huruk? Mein Huruk. Was ist ein Huruk? Huruk. Was ist denn ein Huruk? Was soll denn das sein? Du willst das gerade stellen, oder? Was ist denn ein Huruk? Nur mein Essen. Huruk? Das ist mein Hotdog. Huruk. Ja, was also, geht denn jetzt ab? Der dreht ja komplett durch, der Typ. Witz, ich hab Röstzwiebelchen. Wir haben ein paar Röstzwiebeln. Und Mayo. Mayo hab ich nicht, verkauf keine Instrumente. Seit wann ist Mayonnaise ein Instrument? Ja, krieg ich jetzt meinen Huruk? Jo. Ja, Bitch, ich hab was für dich. Warte kurz. Ja. Wolltest du mit mir? Du. Bitteschön. Was bekommst du? $2. Gib dir $4, bezahl mein Hotdog mal mit. Und das Film. Ich hab 5 gegeben. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. So. Okay, ja. Let's go. Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Ich hab Bukowski Geburtstag. Ich hab bald Geburtstag. Oh, ich hab bald Geburtstag. Nimm den Rosa Dank Ausweis. Trotzdem gern. Dankeschön. Oh, ich glaub, scheiße. Scheiße. Ja, wo rennt der denn hin? Pack das da oben rein. Er ist dumm. Der rennt ja so. Willst du von meiner Coke trinken? Ja. Ich hab reingelullt. Guck. Ja, hier. Wo? Oh, bo, bo, bo. Oh, do, do, do. 9.5. Nein, 5.9. 5.9. Ich hab auch Geburtstag. Ja, jeder Mensch hat Geburtstag. Verschieße. Okay, let's go. Lass mal kurz dahin. Wir fahren zum Autoladen. Später. Später. Nicht stolpern. Ich bin ganz aufgeregt. Was? Wo hast denn die Karre schon wieder her? Ausgeliehen. Was? Was? Nix, alles gut. Aber der hat gesagt, der braucht nur Zeit. Ach Quatsch. Aber wie viel? Boah, was ist denn hier los? Boah, Schatz. Wer sind die denn? Die sehen aus, als würden die beißen. Ich weiß es nicht. Wieder irgendwas klaus, ist das? Ja, ja. Das ist eine Hölle. Touch die Sachen nicht wieder an. Lass doch mal reingehen, oder? Frank, sind wir denn von South Alaska oder wo sind wir ich hier? Ich weiß nicht, wo wir sind, Mann. Guck dir den Schlitten mal an, Mann. Was ist der Chef? Wer ist der Chef hier? Also. Komm, Hurenbock, geh mal an die Rauchen. Bretze, ich saß in den Hurenbock. Wenn du weiter so frech bist, kriegst du keine Löffel. Selber, du Hurenbock. Was zum... Was zum Teufel? Was zum Teufel? Lass mal zum Chef gehen. Ja, aber die sind absolut krank. Quatsch, die haben nicht an, Mann. Ich glaube, die beißen. Wenn wir denen nichts zu tun haben, Mann. Aber der ist doch gerade... Boah. Komm, ich mach schon ein Bild von dir. Wir tun so ein Social Media, dazu ist dein Auto. Ja, okay. Mach Hocke. Hä? Huh? Mach so eine Hocke und zeig Peace. Ein Hocke? Ich mach... Okay. Ja, Mann. Yeah. Sieht voll krass aus. Boah. Autos nicht anfassen. Fotos sind okay, aber nicht anfassen, ja? Wir fassen nichts an. Danke. Jetzt pass mal auf, Mann. Ich bin ein richtiger Gangster. Warte mal, filmst du mich jetzt auch? Ja. Rum. Hab ein Foto gemacht von dir mit dem Auto. Jojo hat das Auto angefasst. Bist du irre, Mann? Den Scheiß können wir nicht zahlen. Hör auf damit. Ich bin crazy, Bitch. Schon wieder Dämonenzeit. Jojo. Ach so. Ja, gib weg, Jojo. Oh. Zeig mir dein breitestes Lächeln.
Lass ein bisschen die Zunge raushängen. Mach einen richtig coolen. Verpiss dich, Jojo. Oh, geh weg. Ach du Scheiße, ich muss das auch angucken, Mann. Hast schon wieder Gesichtskirmes. Hör auf, hier so rumzuwippen, Mann. Hör auf, so rumzuwippen mit deinem Oberlippenbart. Ja, sieht gut aus. Ja? Wie? Und jetzt so richtig auf brutal. Oh mein Gott. Da Fuck. Was ist mit deinen Augen? Hey, was mit dir? So hab ich dich aber nicht geheiratet. Was geht ab? Yeah. Und Mädel. Jo. Und okay, ich hab jetzt 13 Bilder. Wie rangewachsen? Naja, nach ihr kleinen Zwischenfall gestern Mittag. Welchen meinst du? Nochmal was? Ich musste der kurz Schießerei zum Handy. Der Schießerei da. Schießerei. Achso, Mila wurde angeschossen. Ja, ja. Ja, Mila, wie geht's dir heute? Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Achso, ja, I'm good. Ja, dann. Du super. Bist hier der Security-Mann? Ja, ja, wir übernehmen das hier. Dann pass mal bloß auf die Motherfucker da hinten auf. Ich glaube, die wollen mich was klauen. Ja, ich muss allen gleich auf die Finger gucken. Ach, wir klauen nichts. Ich hab das ja schon gesagt. Macht ruhig Fotos, aber die Autos halt nicht anfingern, ne? Ich finger hier je nichts. Und ob er das mal. Yo, what the fuck? Grüß euch, Homeboys. Was geht ab, Motherfucker? Was hast du, Motherfucker? Das ist Sex für dich, du blöder Hurmbock. Die Scheiße, du Widow. Ja, wo kommt ihr her? Aus dem Norden? Von der Unionfahrt. Kein, kommt ihr nicht aus der Westside? Aber weißt du, ich kenne die Stadt auch nicht. Sieht aus wie kleine Freddys. Wir sind keine Homeboys. Seid ihr zu Besuch in der Stadt? Ja, ich brauche einen Traktor. Hast du eine Stadtkarte dabei? Aber ich glaube nicht, dass der hier Traktoren verkauft. Ich weiß nicht. Ich glaube, im Mietwagen ich habe eine Scheiße. Was sagst du? Was für ein Scheiß? Verschisse! Was ist das denn? Was heißt das? Na, verschisse! Jetzt sind wir diejenigen, die man nicht versteht. Aha. Okay. Hey, du Hurenbock! 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 Irgendwie gefällt mir nicht unsere Sprache wenigstens. Du bist lustig. Wie heißt denn ihr Homeboys? Ich bin MK für Schissel. Was ich meine Hornbock. Ja. Da warst du schon mal oben bei uns. Wo oben? Wir haben Kumpel, der Memphis selber, glaube ich, bei euch. Ja, ja, wir haben einen Kumpel, Mann, der wollte auf dem Bauernhof arbeiten. Könnt ihr den Job vermitteln? Ja. Ja, wenn der gut mit Kühe umgehen kann und gut mit Äther streicheln. Nee, der hängt schon ein ganzes Leben lang an der Zitze der Gesellschaft. Das ist kein Problem, wir haben noch ein paar Stiere, die gemelken werden müssen. Aber Roswitha gehört mir, Enges. Gell, die darf keiner anfassen. Ja, nee. Keine Sorge, ja. Ja, das ist meine Freundin. Die sind ja richtig geil, Alter. Die hat richtig große Alter. Welcher Bauernhof im Norden gehört denn euch? Die O'Neill Farm. O'Neill Farm. O'Neill Farm. Ja. Und da können wir Memphis hinschicken. Ja. Ich kann auch kochen für ihn. Wie, du kannst für Memphis kochen? Ja. Das letzte Mal kamen auch so ein paar Homo-Boys von euch da vorbei. Mit schwarzen Klamotten. Pass auf, was du sagst. Das ist Homo. Die haben uns gesagt, Boys, das heißt... Ja. Homo-Boys, nicht Homo-Boys. Ach so, da hab ich das falsch verstanden. Ja, genau, scheiße. Die haben uns das gelernt. Die haben gesagt, wir dürfen da in der Stadt nicht Hurensöhne zu den anderen Leuten sagen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Weil nicht hier unten. Hurensohn sagt man nicht. Doch, Angus ist ein Hurenbock. Wer ist ein Hurenbock? Ja, untereinander könnt ihr es sagen, aber nicht sagen dann. Warum? Weil es eine Beleidigung ist. Bei uns bedeutet das, dass du ein Bruder bist von uns. Doch. Bei uns bedeutet das was anderes. Ich sag zu jedem Bruder zu mir Hurensohn. Oh mein Gott, ihr seid viel zu lieb, um euch kaputt zu schlagen. Aber die anderen zwei, die hochkamen da, die haben auch Hurenbock gesagt zu uns. Ja, aber da kommen doch keine Stadtkinder nach oben. Na klar, waren da welche da. Ja. Auch so, die waren auch so angezogen wie ihr, nur mit Schwarzklamotten. Ich weiß nicht. Komplett. Ja, dann müsst ihr die von eurem Bauernhof runterschießen. Nee, die haben ordentlich die Fresse poliert. Ich hab so ein rotes Schnäuztuch im Kopf.
Ja, dann haben wir den ordentlich die Fresse poliert, da haben die uns die Fresse poliert und dann haben sie bei uns gegessen. Ja, so soll es sein, ne? Getrunken, ja, richtig, genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Gangmitglied nach oben in den neuen Fettzeug zum Bauernhof kommt, außer Memphis. Scheiße. Aber der hat sein Schnüffeltuch nie dabei. Doch, die schon. Ja, dann da waren aber schon aber, öfters Leute da. Dann waren das aber richtige Faker. Was ist ein Faker? Leute, die antauschen und dribbeln. Das Hobby. Das waren dann richtige Hurenleute. Achso, ein Dribbeln, so wie... Cheese. Ah, nee, sagt ihr, so wie der Jeremy mit den Hühnern letzte Nacht. Ja. Hä? Genau wie der Jeremy mit den Hühnern letzte Nacht. Ich hoffe, dass die armen Dinger nicht geplatzt sind. Ich glaube, ein oder zwei sind kaputt gegangen. Was? Ich merke schon mal, durch kann man was anfangen. Oh, das wird immer wärmer hier drin, ne? Ja, solange wir einen Traktor bekommen. Letztens haben sie mir meinen Traktor geklaut. Aber wir haben einen neuen. Ja, richtige Killer, Mann. Eigentlich müssten die Grünen anziehen. Basketballverein. Genau. Baseballverein. Baseball. Das ist hier so. Ja, das ist das mit dem Stock und den Bällen, weißt du? Ja. Das ist bei euch ja unter dem Namen Inzucht bekannt. So straight out der Norden. Aber jetzt, wo wir mal gerade Leute aus dem Norden kennenlernen, ne? Ja. Gibt's eigentlich Drogen noch im Norden oder nicht mehr? Sag ja nicht, was wir in Keller haben, du Hurenbock. Das ist die Fresse, ich sag's dir. Was kriegst du da eine? Beschäse. Sonst rufe die Polizei. Ja, die Cops sind schon da, glaube ich. Da vorne steht Scheiß einer. Auf die Hurenbock. Wo sind die Schwaben? Die haben nicht mal geschafft, ich glaube, da vorne steht einer. Wo? Mit der Krawatte, glaube ich, oder? Ja, da. Die haben zwei Brüder vor uns in Knast gesteckt, ja. Ja, dann nimm den Typen noch mit und befreit euren Bruder. Den ja, Hurenbock. Ist schon wieder ey, der ist draußen. Schon wieder draußen. Aha. Ja, ihr seid mehr welche. So, was ist mit dem Homeboy da? Weiß ich nicht, frag den Geschleckten mal da vorne. Guck mal, wie der schon aussieht mit seinem Anzug. Hey, du Geschleckter! Die sind viel zu lieb, um die kaputt eigentlich, zu hauen, Mann. Ich habe erst drüber nachgedacht, ob ich dem nicht einfach voll die Bombe gebe, ne? Ja, shit, ich würd's tun. Aber die haben halt keine Ahnung. Pisst man nicht, ich schau mich an, okay? Okay, ich schau dich an. Was redet die Olle da mit dem Futter und der nix da hat? Geh mal wieder, komm. Ja, nee, mein einziges Auto, das ist eine Scheiße hier. Also. Die haben nix da, hat er grad gesagt. Ja, haut rein. Ja, haut rein. Weißt du, Mann, der war viel zu nett eigentlich. Das sind halt Hillybillys aus dem Norden. Ich weiß nicht, man wird noch jetzt hier kein Hillybilly zusammenschlagen können. Ja, doch, ich hab den glatt durch die Fensterscheibe geworfen. Ich auch. Den zurück auf seine Farm getreten. Aber wir wollen halt noch ein Auto haben. Wenn wir jetzt nicht im Auto aus, hätte ich die abgezogen. Die Verschisse. Ja, sie zu denen abziehen, Mann. Die haben noch nichts. Ach, der eine hat bestimmt irgendwas gebunkert im Schuh. Machst du Schnute, Mila? Machst du eine Schnute? Warum Schnute? Mit deinem Mund. Ja. Ja, sieht man. Hi. Was geht ab? Mila, wie geht's dir? Ja, mir geht's besser. Verschisse. Haben die Schmerzmittel geholfen? Ja. Super. Bei euch auch alles gut? Das ist doch schön. Was ist denn jetzt mit dem Autos-Typ? Hat der Zeit oder nicht? Ja, da stell dich hin. Ja, aber der ist im Gespräch. Ja, jetzt gerade am Telefon, das ist richtig. Wer ist der Opa da? Aber eigentlich läuft das. Ja, der andere ist ein Araber. Der kann ja Schuhe hat. Okay. Jo, Verschisse. Der Herr, ich weiß nicht, ob der Herr zuerst dran war oder ihr zuerst dran wart. Habibi, ich weiß nicht, aber ich hatte vorher keinen Bart, als ich hierher gekommen bin. Okay. Ja, jo, der war... Okay. Weißt du, was? Wo sind wir gelandet, ja. Alter? Der ist hier amputiert worden, hat er gesagt. Ohne Schuhe. Oh, ich probier's mit dem Luftkerze, Alter.
Aber der hat gute Preise, also. Da kriegst du schon für günstig was. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, das Günstige, was er hat, 4000. Also sind also bloß zwei Sitzer, ne? Aber. Ist okay. Was hat die Raven Knight zählt? Du rennst ja die ganze Zeit hinterher? Raven renne ich hinterher? Wie hat die gesagt? Echt? Mhm. Boah, die muss ich hier anrufen. Und diese eine andere Frau war auch dabei. Die sind vor dir weggerannt. Ja, die Anna. Ja, Anna hat sich mit mir geprügelt und hat verloren. Jetzt ist sie sauer. Ist auch irgendwie normal, du bist ein Mann, ne? Nee. Ich hab's ja nur angeschubst. Gleich zu Boden und ja. Muss ein Krankenwagen kommen. Traumschläger. Ja, also, Mann, was hast du überhaupt für sagt der Richtige, Mann? Der dauert ihr eine reine Haut. Den letzten, den ich irgendwie weggeschubst hast, warst du, und zwar von einem hässlichen Fahrrad. Prügel dich doch mal gegen Jojo. Prügel mich gar nicht. Ist das gleiche wie mit einer Frau, aber Jojo ist ein bisschen stärker. Prügel mich generell nicht. Aber gegen Frauen. Nein, auch gegen Frauen nicht. Ja, Mila, raste ja nicht aus. Ja, verstehe so. Warum soll ich denn eine Frau schlagen? Wie hast du doch gerade gesagt, dass du diese komische Frau hast? Ja, hast du doch gesagt, Mann. Scheiße. Unabsichtlich. Das unabsichtlich war nicht so. Ihr habt euch unabsichtlich geprügelt. Unabsichtlich geschubst, richtig. Das war also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ne? Ich hätte jetzt voll auf sie abgesehen. Hm. Scheiße, Mann. Ich glaube, der Motherfucker wird vordringen. Ja, wir waren zuerst hier. Das ist ein Trick, aber eine Waffe, ne? Naja, viel Spaß euch, ne? Hau rein! 898! 898. Okay, wunderbar. Gut, ich habe das erstmal so vorgemerkt. Ich würde mich dann bei Ihnen melden, sobald ich das Auto vorrätig habe. Und dann klären wir alles Weitere, ja? Du bist schon ein guter Mann, Habibi. Wunderbar. Ja, Mama, assalamu alaikum. Schönen Tag noch, Wiedersehen. Tut mir furchtbar leid, der Nachname von dem Herrn hatte mehr als 30 Ziffern. Es hat ein bisschen gedauert. Was darf ich für euch tun? Was sucht ihr? Ich suche einen. Wie heißt die Scheißkarre nochmal? Auto? Ja, na klar. Okay. Moment mal. Kann sie mal ja nicht zuhören? Das ist ein Kundengespräch, das ist privat. Wie meint der Herr? Okay. Das alles gut. Okay. Der ist schwer beschäftigt, so wie das aussieht. Jo, Jojo, wie heißt die Karre nochmal? Der ist doch immer von Primo geschwärmt, oder? Ein Primo? Ja. Ja. Genau, das ist ein Viertürer. Genau. Ja, relativ. Eigentlich eine Schrottkarre. Ja, also das würde ich so jetzt nicht sagen, aber naja, gut. Ich sag mal, das neueste Supercar ist es jetzt natürlich auch nicht, aber trotzdem ist es nicht unbedingt verwerflich. So einen hat mein Dad damals gefahren, als der Kippenholen gefahren ist. Oh, okay, ja. Ja, siehst du mal, sehr leistungsstark. Ist wahrscheinlich bis heute noch nicht wieder da. Ne. Ja. Boah. Woher wissen Sie das? Kennen Sie meinen Daddy? Na, ich kenne das Auto. Ich weiß, dass es ein sehr stabiles Auto ist, deswegen. Heißt, bei man ist gekauft. Liegen wir bei 7.925 Dollar. Kein Ding, das Cash organisiere ich. Okay, ja, auf Cash oder, ne, Hauptsache es wird bezahlt. Ich würde das einmal so machen. Ich nehme euch einmal mit auf in die Liste, weil ich kriege morgen meine erste Importliste. Die wechselt, also das sind immer tagesaktuelle Geschichten. Sobald ich das Auto da habe, würde ich mich bei euch melden, dann könnt ihr das hier abholen. Kein Ding, machen wir so. Ja, okay. Ich nehme das gerade noch einmal auf. Primo 7925. Dann bräuchte ich einmal einen Namen, wo ich mich melden kann. Curtis? Ist, ja. Kusch. K-U-S-R. Nein, K-U-S-A. Okay. Hast du einmal eine Telefonnummer für mich, bitte? Warte, ich gebe dir einfach meine Kontaktdaten, okay? Das, ja, klar, geht auch, kein Problem. Müsste ich dir gesendet haben. Oh mal. Wenn es dein Handy war. Ja, ich glaube, komm mal lieber noch mal ein Stück näher ran. Ich glaube, der Empfang ist hier ein bisschen schlecht. So, jetzt aber. Komm mal. Ah, ja, wunderbar. Perfekt. Kusch, alles klar. Ja. Gut, dann verbleiben wir so. Wie gesagt, ich melde mich bei Ihnen, sobald ich das Auto da habe. Und dann klären wir alles Weitere, ja? Okay, aber Jojo wollte auch noch gucken. Ja, ist kein Problem. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ja, ich schreibe mir gerade noch einmal die Nummer auf, ganz kleinen Augenblick. For sure.
Was willst denn du haben? Gut. Fragen, ob der auch Bikes verkauft. Bitte. Motorräder? So. Nein. Kann ich helfen? Fahrrad. Frag du erst, Mila. Jo, verticks du Fahrräder? Fahrräder? Ja, Fahrräder kriege ich auch. Das ist kein Problem. Ich will BMX haben. BMX. Ja, lass mich mal einmal. Also ein richtiges BMX, kein Cruiser oder so ein Rennrad oder sowas nicht, sondern ein richtiges BMX, ja? So richtig, so ein cooles Ding. Okay, so für die Halfpipe und ich heftig Tricks machen. So. Okay, alles klar, ich weiß, was du meinst. Schreib das auch einmal auf. Das BMX liegt bei $75. Ja, oh, das ist ein Schnapper. Ist das geklaut? Bitte? Ist das geklaut? Ja, sowas machen wir hier nicht. Also okay. Das tut mir leid. Okay. Darf ich mir auch einmal da den Namen aufschreiben, bitte? Oder die Kontaktdaten sonst? Natürlich, gar kein Problem. Die habe ich hier da. Bitteschön. Wunderbar. Mila Kusch. Okay. Noch ein bisschen sportlicher unterwegs als der Mann, ja? Ja, das Geld ist besser, wenn er erstmal ein Auto hat und ich nehme das Bike. Ja, alles klar. Das ist hier so. Gut, ja, auch, ne, selbes Prinzip, sobald ich das habe. Ich habe ja jetzt zwei Telefonnummern, ich werde mich dann, also irgendeinen werde ich ja wahrscheinlich von euch beiden erreichen, ja? Ja. Wunderbar. Gut, nehme ich erstmal so auf. Hi. Besten Dank. Alright. Was willst du für einen Primo Custom, Mann? Für Primo Custom. Man denkt sich halt was im Hals. Ja, das müsste irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der wurde nach dem Primo produziert. Das ist doch die Verrückte, ne? Baureihe oder so. Ja. Komm, fragen die mal. Schon. Ah, okay. Hat der eine Typ dich vom Hotdog-Stand geprügelt? Ne? Wie hieß der nochmal, Mila? Ja, okay. Ben. Hat der dich verkloppt? Bei dem Primo Kasten. Das ist eigentlich für eine Sonnenbrille. $13.750. Doch. Ja, genau. Da hast du heute gar keinen Hundescheiß im Gesicht. Warte mal. Hatte ich ja letztes Mal auch nicht. Hast du aber gesagt, dass du es hattest. Das ist dann eher schon ein bisschen Mila, die ist auf einmal voll arrogant geworden. Ich das richtig verstehe. Machst du jetzt Selfies und jetzt im Internet hoch? Von den beiden, nee. Richtig. Warum machst du die Augen zu? Hat er dich geschlagen? Ja, der hat mich geschlagen. Warum? Naja, weil der erst TJ geschlagen hat. Und warum? Und dann habe ich ihn geschlagen. Ja, gut. Das ist TJ? Ja, okay, ich habe jetzt hier. Nee, das ist nicht TJ. Warum drehst du dich um und zeigst auf den Mann? Ich gehe davon aus, dass das die erste Generation ist. Ja. Ich habe rausgezeigt. Kommst du klar? Bist du schon Bild auf MDMA? Listenpreis. Nee. Nee. Aber der ist nicht da, der ist bei Rainbow. Ja. Du wackelst ja immer noch so rum. Du bist ein richtiger Peppy, oder? Ja. Primo, also den Primo Custom dann. Ne? Nein, aber... 13.000. Ist er halt wieder auf einer Underground-Party? Magst du mir auch einmal deine Kontaktdaten geben? Was ich sagen wollte, er hat TJ gehauen. Und dann hab ich... Warum zeigst du da hin? Da ist doch gar nichts. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall hat er den gehauen, dann hab ich ihn verteidigt und ihn gehauen. Und dann hat er mich gehauen und dann war ich bewusstlos. Okay, ändere ich. Er hat dich bewusstlos geschlagen. Mhm. Oh, volle Formenschläge. Ja, deshalb rede ich nicht mehr mit dem, der ist böse. Okay, gut. Jetzt redest du nicht mehr mit dem, weil der böse ist. Ja. Der meinte, der hat dich nur geschubst, ja eine ganze auszusehen. Familie, ja, der hat mich geschubst, ja klar. Ich will ja jetzt. Ich hab geblutet und dann hat er mich geschubst. Ah, okay. Ja, okay. Vielleicht können wir da nochmal über die Preise sprechen. Ja, zum Glück fühlst du keinen Schmerzen bei dem ganzen Pep-Konsum. Aber das sehen wir dann kurzfristig. Ja, für sure. Hätte wirklich angeschossen. Das tat weh. Wie, du wurdest angeschossen? Ja, die schießen melden, die ganze Zeit rum da hinten. Sobald ich alles da habe. Und das dritte Mal. Warum gehst du dann da hin? Das wär's dann erstmal. Für Schäse. Ja, bald da. Ich koffe vor Dobbs. Oh, ihr beide was gemeinsam. Wird bald schon angeschossen. Oh. Nee, für Schäse. Wie kann ich behilflich sein? Aber mir waren nur Streifschüsse. Oh, lass lieber abhauen hier, bevor die gleich einen Techno machen. Bobo. Hm. Okay. Du bist auch so ein Bobo. Ganz was Neues, Leute. Alright. Jetzt gedacht. Bye. Wie teuer ist die Karre, Jojo? Der. Mein Primo? Warte. Was soll ich, muss ich besorgen? 7.000, glaube ich. 8K, ne? 7.000. Boah, da muss ich Kohle machen. Was kostet deine?
13,5. Okay, das heißt, wir müssen Das ist die zweite Baureihe von Primo. Oh, ich habe noch zwei Dings bei. Der bisschen neuere. Hast du noch Geldbündel? Nee, keine mehr. Ja, und der App sucht jemand 3 Stück. Ich habe 2. Wie viel Cash hast du noch? Fast $5,000. Ja. Warte, ich habe auch noch. Ging das schon hin, Mann. Wenn nicht, ich habe genug Cash. Ich habe noch 2.000 in Krypto. Was sag mein? Bin gerade momentan mit 31.000 drin. Ich vertick mein scheiß Krypto. Ich würde noch drinnen bleiben, Mann. Scheiß drauf. Dauert ja eh noch. Boah, die sind aber schnell mit dem Beweisen. $6,100 habe ich. Der hat mir auch gesagt, der hat gefragt, ob wir denn sieht so aus, dass wir verwandt sind, Familie, was auch immer. Und wir kaufen ja ein paar mehr Autos, dass wir ein bisschen was am Preis machen können. Aber das machen wir dann, wenn die Autos da sind. Quatschen wir nochmal drüber. Ging ein bisschen günstiger. Nochmal, keine Ahnung, $500 bei jedem weg. Ich will mir keine Kohle von der Leine. Ich gehe Brüche machen. Aber nicht in der Stadt. Ja, ich komme mit, Mann, aber wie gesagt, ich würde dir auch aushelfen, Mann, kein Problem. Ja, aber nicht heute. Nein, nein. Was hat er gesagt, wie lange das dauert? Er meldet sich, ne? Er meldet sich, jo. Der Orakel-XS, das war voll teuer, Alter. Was war teuer? Ich habe ja gefragt, auch, wie teuer ein Orakel-XS ist. Ich glaube, 23.000 meinte der wollte haben. Lass mal hier ab, Paul, lass mal hier morgen. Ja. Yeah. Wir haben zu viele Leute zu. Was? Ich schmeiß sie jetzt sicher nicht weg. Boah, ich geb dir gleich eine neue. Dizzle. Was scheiße, mein Dizzle? Was für dicke Karren, wir haben voll die Schrottkarren. Außer Goofy, der holt sich einen Lowrider. Aber ich hab eine Mega-Schrottkarre. Die Karre ja auch fett, Mann. Ja, woher hast du die her? Ausgeliehen. Ja, du hast doch ein Auto dann. Scheiße, Mann, aber wenn ich damit angehalten werde, ich hab nichts davon, Mann. Papiere, nichts, ich hab nicht mal einen Schlüssel, Mann. Ja, was fahren wir dann mit einer geklauten Karre rum, du Idiot? Ach, fällt doch nicht auf. Lass mal zum Plugger. Was? Oh, was ist denn hier passiert? Sollen wir hier anhalten oder zum Plugger? Dann halt mal hier. Hat ein rotes Fleck. Ey, bestelle ich mir auch das Auto hier, ne? Mal schauen. Vorne ist irgendwas passiert. Ich schwör dir, wenn die jetzt hier frech zu uns sind, ich klatsche dann. Ja, dann jump in. Rednecks sind, Mann. Kannst du Chancen nicht kaputt jetzt hier? Ja, was ist denn hier passiert? Wir waren müde, der eine hat sich hingelegt und der andere hat gemeint, er wollte es dazulegen. Erzählt nicht. Wir haben nichts gemacht. Komm, du hast einen neuen hier runter, macht Stress. Mit dem Würstel verkloppt. Das war irgend so ein Typ mit einem lilanen Anzug. Hast du bei WhatsApp gelesen, Raven? Nö. Wir haben gerade einen komischen Lover getroffen. Hab keine Nachricht. Echt nicht? Was ist? Nö. Frag mich doch nicht, ich weiß nicht mal, wie man das Scheißding mit ihm. Was ist ein WhatsApp? Letzte Nachricht ist eine App gestern. Auf dem Handy. Also, wir haben gerade diesen Ben getroffen. Der hat uns erzählt, ja, dass der diese eine komische Influencerin da geschlagen hat. Hä? Wen? Ja, die mit der Hundescheiße im Gesicht. Keine Ahnung, wie der. Ach so. Die Anna. Den anderen. Er meinte so, er hätte sie nur geschubst. Wir haben die gerade gefragt. Im Auto. Nee, die ist danach im Krankenhaus gelandet tatsächlich. Das Was war nicht das nur ein Schubsen. Word up, Homeboy. Hallo, Uzi. Was für ein Ding, Mann? Word up, Homeboy. Holy shit, Mann. Wo kommt ihr denn her, Mann? Aus dem Norden. Jo. Ja, wo im Norden wohnt ihr nochmal? O'Neill Farm. O'Neill Farm. Wer sind die O'Neill Brüder? Ach, ihr seid die Idioten, die eigene Pisse trinken. Oha. Die Idioten, die eigene Pisse trinken? Ey, was ist das, Frechheit oder was?
Das haben die mit den roten Taschentüchern getrunken, die wir die eingeladen haben. Die Homeboys. Yo, Bro, lässt du dir das gefallen von dem, Alter? Ja, die haben lecker Mondschein gekriegt. Der disrespektet sich des Todes. Weißt du mal, der disst sich hier einfach weg. Alter. Nee, ich hab was von Idioten gehört, die erzählen wohl ziemlich viel Scheiße. Was heißt dissen? Dass du den einfach beleidigst. Ich erzähl ja nur die Wahrheit. Das ist ja nur die Wahrheit. Der hat Mondschein bekommen und hat Friends aber reingepisst. Aber die haben gesagt, du schmeckst. Also willst du sagen, dass es ein Pissboy ist? Der hat deine Pisse getrunken. Weißt du, mein Bruder, ich würde mir das nicht gefallen lassen von denen. Ganz ehrlich, ich lebe mich einfach nicht auf das Niveau herab von den beiden Idioten. Ja. Nicht genauso, Uzi. Willst du einen Hodok haben? Ja, aber ohne Pisse, bitte. Ja. Als ob ich da drauf piesel. Nein, alles gut. Ja, ich nehme einen. Okay. Aber du kannst einmal hochkommen und essen. Kommen zu uns. Egal was, aber das bestimmt nicht. Memo, wir schicken sich 100% zu denen. Die Hühner haben Hühnerfüße und Hasen bekommen, also von daher ist alles in Ordnung. Und Kojoteninnereien. Kojoteninnereien. Mehr Spezialität? Nee, hab ich nicht. Du bist kein Medizinmann da. Okay, was macht ihr jetzt Joten in der Stadt, Mann? Ich meine, ey. Seid ihr wo ist euer Traktor, Mann? Okay. Wir haben Raben besucht und Würstel gekauft. Ossi, willst du was trinken? Oh mein Gott, die sind so gut, ja, Alter. Was hast du denn? Ein Cola, ein Sprung, Wasser mit und ohne Blubbels. Ich nehme einen Sprung. Ja, keine Ahnung. Also wir schicken dich auf jeden Fall den Memphis nach oben in den Norden. Der will sicherlich arbeiten. Wir müssen, sehr gut. Ich habe den Kocher im Keller vergessen. Wir müssen nur ein bisschen das Meth umrühren gehen, komm. Also wir stehen da. Blöder Wow! Jo! Dankeschön. Was ist denn los mit dir? Brennt mich irgendwie ein bisschen oder war zu viel? Aber danke. Ich hau gleich. Hi, weg den Whippo! Jo, halt drauf! Jo, steckst du mir nur was, der Einhorn, oder? Steckst du mir nur was? Wir sind hier live vor. Ey, Bro, guck mal, ganz schlank, dass die so freche sind. Haben, Mann, diese komischen O'Neill-Brüder sind so, diese Affen aus dem Norden. Was denn? Jump den doch, wenn du willst. Ich weiß wenn nicht, die zweit auf dich draufgehen, helfe ich dir. Ich mach auch mit. Was? Beim Kleidungsladen. Ja, im Rednecks, Mann. Ich spür doch eh nichts, Mann, die ist auf Pep. Jetzt hau doch einfach meine Kundschaft ab, Mann. Und dann beleidigt der mich auch noch. Schlag ihn doch. Ich hab den nicht mal verstanden. Oh, Devin, coole Haare. Was geht? Was Fotos zu machen? Laberst du, ich hab ein Video gemacht. Dachte ich runde mal. Wie du von zwei Obdachlosen kaputtgeschlagen wirst. Ja, das sieht gut aus. Mit deinem komischen Pony in der Hand. Das ist ein Einhorn. Einhorn, Pony, wo ist der scheiß Unterschied? So drauf muss man erstmal sein. Alter, was sind das denn für Lackaffen, Mann? Meine Fresse. Yo. Yo. Diese zwei Rednecks, die wohnen im Norden, ne? Ja, habe ich auch gehört. Irgendwo in so einer Farm. Sollen wir die ausrauben? Meinst du, die haben Geld? Weiß nicht, wenn die so eine Farm haben. Wenn die da wohnen, ist da irgendwo eine Bude von denen. Da können wir einbrechen. Yeah. Was machen? Hast du mir was zu trinken mitgebracht? Oh, warum sagst du nichts? Mein Herz tut weh. Das Schissel. Geht's dir gut? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aha, aha. Ja, ja. Guck mal, was da vorne schon wieder abgeht. Ja, ich hab schon gesehen. Die Alte tanzt mit dem Pferd. Nee, das ist kein Pferd, das ist ein Einhorn. Die wurde gerade geschlagen von einem dieser Rednecks. Warum? Weil die dumm ist. Ja, das stimmt. Die ist echt weird. Musst du auf Klo? Warum? Weil du zappelst so. Du zappelst so. Bei mir ist das normal. Ja. Ja, guck mal, da kommt ein Nachbarskind. Aber der haut wieder ab. Sollen wir rüber? Echt Boxen? Ja, komm, fick den. Ja? Ja, komm. Aber ich habe noch mit Schlagring.
Sag mal, ihr beiden wohnt doch unten bei der Tankstelle, oder nicht? Grove. Seid ihr da mal ein bisschen durch die Gegend getigert und habt da mal ein bisschen abgecheckt, welche Häuser nicht dieses doppelte Sicherheitsschloss haben? Was willst du bei uns einbrechen? Nein, ich nicht. Aber ich würde ganz gerne. Schlösser da verbaut sind. Ich würde ganz gerne mit euch in einer Sache da vielleicht zusammenarbeiten. Was denn? Ja, dass egal wer unten in der Southside denkt, der kann da irgendeine Bude aufknacken, dass wir den uns schnappen. Ja, ist doch für die Cops, scheiß drauf. Solange keiner bei uns im Turf rumrennt und da irgendwo einbricht. Ich würde es halt auf die komplette Southside beziehen, hm? Ja, das hast du doch eh nicht im Blick, Mann. Ja. Ich bin doch kein Cop. Wenn die da durch die Gegend ihr Dope dealen oder so. Ich bin noch nicht in der Nachbarschaftswache. Okay. Ich träume mich da sogar die Buden leer. Ja. Bei uns hoffentlich nicht, Mann. Wo wohnst du? Oben in der Brook Avenue. Na, Quatsch. Ja. Nein, ich glaube, als ob ich irgendwo einbreche hier. Ist doch nichts zu holen. Nö. Aber versuch dein Glück mal im Mirror Park. Ja, da war ich schon. Mhm. Jetzt Sandy Shores auch, aber da gibt's nicht so viel. Sandy Shores ist auch nichts zu holen. Nee, da sind auch alles nur Bruchboden. Ja, außer die zwei Rednecks von gerade. Ja, die schnapp ich mir irgendwann nochmal. Ich bin ein Vollidioten, Alter. Okay, easy, yeah, peace. Hast du überhaupt einen Schlankring? Nee, den haben die mir abgenommen. Ja, dann hol dir doch einen. Ja, verschieße, mach ich später. Jo, Kevin, wie siehst du denn schon mit aus? Ein Joint. Hast du hier mit der Hundescheißefresse hast du rumgemacht? Der hat auch ein paar Kangrüne. Ach du Kacke. Ski-Hulk und Hulk. Was ist mit dir, Alter? Was geht? Ey, weißt du, wie du ein bisschen aussiehst? Du kennst Fräulein auf Nachbarschaftswache. Kennst du Brokkoli? Jo, lässt du dir das gefallen, Kevin, was der zu dir sagt? Was? Ich hab Brokkoli? Gar nicht zugehört. Er nennt sich Brokkoli. Brokkoli. Ich schwör bei Gott, der hat deine Mutter beleidigt. Was sagt der? Ganz ruhig. War eigentlich ist es ganz spontan entstanden. Irgendwie fand ich im Spiegel beim Friseur sah ich dann irgendwie ein bisschen aus wie ein Joint und mir hat das gefallen. Junge, aber jetzt nicht meine Haare anzünden. Ich wollte gerade fragen. An mir ziehen brauchst du auch nicht. Der war schlecht. Soll ich ihm mal was dein zeigen? Dein Spitzname wird einfach Brokkoli werden. DJ kreativ und hat ein Lied gemacht für den Horux dann. Ja, aber du heißt jetzt nicht mehr Kevin, ja, du heißt jetzt Brokkoli. Klar. Das war Jiggy Jackson, Kollege. Toll, danke, jetzt habe ich einen neuen Spitznamen. Soll ich dir den mal zeigen? Ja, und verpiss dich hier, du Wichser. Jojo. Screw you all! Bye, have a beautiful time. Cover for me, I gotta change clip. Oh, nicht Scheiße. Gut. So ein Pisser. Scheiße, geht's dir gut? Oh, ich hab seine Knarre gerippt, aber ich bin mega marsch. Ich hol ein Auto, ich hol Oh, warum räumt der so komisch? Oh, ich kann nicht rennen. Komm, oh, scheiße, Mann, ich helfe dir ins Auto, komm. Helf mir. Komm. Komm rein mit dir. Oh, steig in die Karre, Mann. Ja. Jetzt, oh, fuck. Steig ein. Fahr mich ins Krankenhaus. Warum hat er dich angeschossen? Scheiße. Oh. Ich hab gegen seinen Scheißkarren gedreht. Gib dir doch mal was, um das abzudrücken, Mann. Warte, hier, nimm's Bandana. Drück drauf. Helft ihm raus, ich gehe drin den Arzt suchen. Mhm. Komm raus. Komm, ich stütze dich ein bisschen.
Oh, fuck. Kann ich das System wenigstens mal zeigen? Wenn kein Medic im Dienst ist, kann sich einfach heilen lassen von einem NPC quasi, wie es verarztet. Mega gut gemacht, finde ich. Und Jojo liegt auch da. Ich mach ihm Duft jetzt zu Ende. Bisschen Dings. Ja, keine 3 Stunden warten, das ist nämlich. Auf Unity war das ja immer so, dass 2 Stunden gewartet. Ich hatte das auch mal vorgeschlagen, dass es so eine NPC-Variante dafür gibt, auf die die RP-Spieler selber zugreifen können, falls mal wieder 2 Gangs sich gegenseitig abgeknallt haben oder so. Und du da Wartezeiten von bis zu 1 Stunde hast. Aber wollten nicht. Ja, man kann das Fenster gucken. Und die Uhr geht richtig. Say, Dankeschön für den Resub im 8. Yo, vielen lieben Dank. Und Booster, Dankeschön für den Prime Sub im 20. Und Real Magic, Dankeschön für den Prime im 7. Das ist ein Resubscribe for 7 months. 3 months streak. Und Lexi, Dankeschön für den Prime im 25. Love. Und Weakness, Dankeschön für den Prime 11. Und Kingpin, Dankeschön für den Prime 7. Der verlorene Bye, Prime have a beautiful ist zurück. Time. Danke. Ach, und Sugar bleibt Sugar. Danke für den Resub im 22. Du Knallkopf. Real United. Im Chat werden so Sachen angezeigt hier, ne? Dir wird geholfen, du bist wieder gesund. Ich habe Schmauchspuren jetzt auf der Kleidung. Das heißt, wenn die Cops mich irgendwie durchsuchen sehen, die da nicht geschossen hab, wenn ich die Kleidung nicht wechsle. Du fühlst dich gestresst, das ist das Stresslevel und das Gehalt und so, siehst du da. Ich kann jetzt schon wieder aufstehen, aber ich will das ein bisschen ausspielen. Ist ja dumm, wenn ich jetzt wieder rausgehe und sage, jo, alles ist gut. Da kann man mal seine paar Minuten hier sitzen und sagen, jo, war nur Streifschuss oder so. Jonas, wer ist Chirok, Alter? Ist das Rapper-Mapper oder was? Und Last Slayer, danke schön für den Prime im 13. Verstehe die Nachricht da unten links nicht. Was für ein Vehikel, Alter. Oder hat das was mit den geklauten Autos zu tun, dass die spawnen? In Chirok nicht, Alter. Was soll das sein? Helikopter, ne? Lass mich raten, das ist Deutschrap. Chiropraktiker. Alan Harper kenne ich, der ist cool. Pokémon. Wann Tanke treffen, danach muss ich AGLG, wird gedappt, Janiko. Können wir aufstehen. Klappe, Karen. Warum ging nochmal gut? Ja? Ja, nur oben. Am Arm oben. Im Streifschuss, aber hat sau geblutet. Scheiße, Mann, das hat echt krass geblutet. Wurde jetzt mit 130 Stichen genäht. Was? Und mein T-Shirt ist kaputt. Und voller Blut, hab weggeschmissen. 130 oh. Stiche? Weißt du mal, lass uns erstmal verpissen, Mann. Ja, wir können jetzt nicht wieder dahin, ne? Die Cops laufen bestimmt. Nein, lass doch nach Hause oder erstmal in die Straße oder so. Oder woanders hin, Mann. Jo. Hasse Türen. So sieht's schon wieder aus, Brokkoli. Was? Den Stress muss ich erstmal einrauchen.
haben mir aber keine Schmerztabletten gegeben. Muss ich nachher nochmal zum Douglas Dark. Ich habe auch gleich noch welche, die ich dir geben kann. Ja, wo? Oh, halt mal in irgendeinem Laden. Ich will ein neues T-Shirt kaufen. Halt die Klappe. Sag dann. Die Mädchen 2 zocken, Bruder. Mila, hilfst du mir anziehen? Ja, verschisse. Ich hol mir mal ein neues Bandana. Ich krieg den Arm nicht so hoch. Ja. Ich zieh ein T-Shirt an. Passen die ganze Kohle eigentlich, ja, in den Krypto zu stecken. Du hörst jetzt Tyler. Und warum hat er meine Nummer? Ja, Brokkoli, schrei nicht so rum. Hilf mir. Ja. Danke. Warte mal, es gibt einen Arzt, der Stark heißt und ein anderer, der mich gerade angerufen heißt. Ja, warum heißt schreit der so rum? Keine Ahnung, Mann. Hör auf so rumzuschreien, du Wichser. Ja, du schreist voll rum. Fucking Brokkoli. Sollen wir hin? Sollen wir in die Straße oder wohin? Keine Ahnung, lass irgendwie chillen. Dran? Ja, wir können doch zum Placker fahren, Mann. Placker? Wo die Cops aufgetaucht sind. Meinst du gegenüber da vom Klamottenladen, ne? Wie? Schon wissen, wo die Rednecks wohnen, Mann. Ich will die Bude leer räumen. Weißt du, wir können gleich tanken und hochfahren, wenn es dir besser geht nachher. Meinst du einen auf schnell? Heute? Nee, heute nicht mehr. Also ich kann nicht, wenn, dann müsst ihr rein. Nee, heute würde ich auch nicht sagen, Mann, aber wir können ja schon mal schauen, weißt du? Hast du Schmerztabletten bei? Ja, ja, ich geb dir gleich, wenn wir im Placker stehen. Ich fahr von hinten ran. Da kam halt dieser komische Uzi-Typ zu uns, ne? Yeah. So, Mila meinte so, yo, ihr wohnt doch da an der Tankstelle. Wir so, yo, Grove. Und er so, ja. Habt ihr mal geguckt, an welchen Häusern so doppeltes Schloss dran ist? Ich hatte so ein riesen Fragezeichen über dem Kopf. Da meint er so, wenn einer irgendwo in aus Los Santos irgendwo einbricht, dann lass den mal ficken. Jetzt sind wir Nachbarschaftswache. Irgendwie ist mir das scheißegal, wer wo einbricht, man. Solange bei mir oder bei einem von unseren Jungs nicht eingebrochen wird, ist mir das scheißegal, Mann. Hab ich auch gesagt, kann sogar sein, dass ich da einbreche. Keine Ahnung. Wenn irgendwer bei uns jetzt hier einbricht, dann fick ich den Mann, aber sollen die doch machen, was sie wollen. Was juckt mich denn, ob einer in den Project einbricht? Lauf doch nicht Patrouille. Scheiße, Mann, ich geh da hin mal pissen. Ja, die Cops sind da, ne? Bei mich. Und Enid, Dankeschön für den Prime 35. Ich soll mal lieber die. Warum grinst du Leute eigentlich so, Mila? Warum grinst du so? Ja, ich finde, das ist gut aus. Ich bin gerade fast gestorben. Yeah, ich war auch richtig schockiert. Ich habe seine Knarre gerippt. Und dann habe ich auf den geschossen. Ich war so like, oh, das kann nicht passieren, verstehe so. Wo haben die eigentlich die Waffen her, die Wichser?
Abu Ali Scheich Abdullah Rahman. Ich suche Arbeit. Danke. Telefon anrufen. Wie heißt das der? Das war bestimmt der Araber gerade aus dem Dings, Auto. Ich glaube auch, der wollte sich. Ja, Brokkoli, ruf den mal an. Holen. Frag mal, was für Arbeit er sucht. Da war so ein arabischer Taxifahrer. Jetzt mal gucken. Ja, und dann ist der BT, Alter, der ist übelst gut. Boah, imagine einfach, dein ganzes Server füllt sich mit solchen Charakteren, Alter, hier ist Chaos dann. Ah, mein Arm tut weh. Und er geht lieber pissen, als mir Schmerztabletten zu geben. Richtig nett ist er. Oh, ich hab auch noch welche, glaub. Eine Perl. Ja. Danke. Hast du jetzt ein paar Pillen? Hau rein, Da Vinci. Ich in mein Herz. Hör das? Mila hatte mir schon ein Dings gegeben. Weil du gehst ja lieber pissen. Ja, scheiß mal, dann nehme ich die selber. Mila, hast du die Nummer von Raven? Ja. Ist doch deine Freundin, oder? Schisse. Kannst du die anrufen und fragen, ob die Cops irgendwas fragen? Oder ob irgendeiner was gepetzt hat? Gesnitcht? Ja. Mein linkes Auge ist aber auf 1 Uhr und das rechte auf 6, Alter. It is what it is. Brokkoli, du bist überhaupt nicht auffällig. Wurde irgendwas bei den Cops so gedroppt? Okay. Aber nichts wegen Curtis? Okay, das wollte ich nur wissen. Ja, kenne ich Karim immer. Alright, alright. Shizzle. Okay. You're dead and you don't even know it. Alles klar, bis dann. Was macht denn die Pepperolle schon wieder? Die hat so ein. Die hat so ein Bro geschlagen. Ich glaube, die bekommt jetzt auf die Fresse. Ja, und jetzt rennt sie zu den Cops. Und was sagt Raven? Alles gut, die waren nicht wegen dir da. Dann können wir hochgehen. Hotdog dann können wir eigentlich rüber, ja. Alright. Ja, aber lass die geklaute Karre hier stehen, Mann. Scheiße. Ich liebe diese Animation, Alter. Die Cops haben mich vor Schieber in den Haufen gefahren. Ich höre den überall. Bestimmt mit 200 jetzt. Sachen an mir vor. Laber keinen Scheiß, Danik, sonst kriegst du einen Bann. Auf hier rumzutrollen. Und danke für den Sub, Bruder. Ja, Peppo, was rennst du hier rum und haust irgendwelchen Brüdern auf die Schnauze? Ich hab den gefragt, wie es ihm geht und der wollte mich hauen. Mhm. Ist wirklich so. Jo, warum bist du denn so? Ja, weil ich gerade angeschossen wurde. Ah, oh, ja, ich hab... Entschuldigung. Hast du das mitbekommen? Doch, aber ich bin gerade noch andere Klamotten an. Ich kann mich nicht mehr melden. Motivationstrainer. Wie alle die Handys raus haben, diese Möwe. Jo, wollen wir alle zusammen zum Motivationstrainer?
Ja, wo steht doch vor was sind da, das geht mir schon mit Arbeiter. Was für Motivationstrainer. Ja, ja. Soll ich dir ein Würstchen machen? Das hat gerade dem Polizei-Officer auch geholfen. Nee, das hilft nicht. Ich sag doch viel Erfolge heute. Jetzt können wir nicht mal irgendwo einbrechen gehen, Alter, weil ich verletzt. Devin, die Cops haben dein Motorrad abgeschleppt. Bum-Bum-Eis? Ja, soll ich jetzt am Mittwoch streamen oder nicht? Ich geh Pipi-Kaka. Danke für die Information. Ja, sollen wir Geburtstag zusammen feiern? Nö, ich höre nix. Da wird irgendwo geschossen, ne? Ja. Wow. Hey, ich höre gar nix. Bin ich taub? Bist du taub? Ja, anscheinend. Guck mal, die NPCs alles reagieren gut, auf die NPCs, die da liegen. Nein, wo? Und der bleibt stehen, weil er die sieht. Dann hebt er das ja, ja, sein Handy raus. Man, aber wir sehen nichts. Ich weiß nicht, man, irgendwo hinterm Klamotten da. Ich schätze Chamberlain oder so. Nein, eine Unicorn. Unicorn, sicher? Nein, ich glaube, das kommt von da hinten. Ja, dann wo im Unicorn, aber hier ist es. Scheint alles sicher zu sein, Mann. Okay, ich mach mit, ja. Wir stecken uns alle im hohen Gras. Kommst du vorbei? Hä? Ah, du wurdest angerufen. Und wem telefonierst du? Dave Kellmann. Hey, hab ich gestern kennengelernt. Nee, der Curtis hat nur gefragt, mit wem ich telefoniere. Yeah. Okay, also bist gleich da? Ja, yeah, ja, yeah, gibt's Hot Dogs. Alright. Ich muss aber lang, Entschuldigung. Dann bis gleich. Ja, yeah, wie gesagt, auf Curtis wird geschossen, Mann, aber dem geht's einigermaßen okay vorhin. Yeah. Ja, aber wir waren schon im Krankenhaus. Ich weiß nicht, Mann, so ein lilaner Motherfucker hat einfach angefangen zu schießen. Yeah. Grinst denn schon wieder so? Ja, lass mich doch grinsen. Am Klamotten da. Das sieht gruselig aus. Du siehst gruselig aus. Aber. Ja, willst du dich prügeln? Ja, da hinten in der Straße. Ich weiß es auch nicht, Mann. Ja, sehe ich genauso. Nein, da haben irgendwelche NPCs wieder rumgebracht. Du suchst einfach nur wen zum Reden, weil du nicht alleine laufen willst? Typischer Jeff Game Move. Du suchst einfach nur wen zum Reden, weil du nicht alleine laufen willst? Scheiße, Mann, vielleicht so ein bisschen? Komm doch her, Motherfucker. Alright. Fragt er mich, wie mein Tag und so war? Nee, der hat nur keinen Bock zu laufen. Ja. Boah, ich muss einfach lesen, was der geschrieben hat. Ich auch. Du brauchst Taxi, ich hab Taxi anrufen, ich fahr direkt. weiter, Purple, Motherfucker. Dein scheiß Schnauze, du Wichser. Ja, besser, lauf weiter. Warum ruft Jeff Käsig kein Taxi? Ich weiß nicht. Der hat ja voll langsam. Devin? Sprech mal seinen Namen aus, Curtis. Nee, Mann. Er ist noch nicht, ich kann ihn nicht aussprechen. Thank you.
Zeiten kommen, Jivka. Weil ich die Animation cool finde. Ist der Pumpe, ich liebe. Ich tackle den jetzt weg. Wir haben keine Fahrzeuge, Pony. Jivka hat eins geklaut. Yo, yo, Motherfucker! Oh, fuck you! Schnell weg! Ach, du Wichser! Mein Arm! Das hast du jetzt davon, Penner! Ah! Hallo, der Pisser! Wo ist Jojo, der Wichser? Steht da vorne bei diesen komischen Leuten, ich hab keinen Bock auf die. Will ich da stehen? Ich hab mir richtig in die Hose geschissen. Und Wessi, Dankeschön für den Prime-Sub am 25. Wenn ihr die bestellt bekommt, es gibt doch diese öffentlichen Garagendinger. Ich denke mal, die Autos brauchst du gar nicht irgendwo einparken. Die bleiben einfach persistent. Die bleiben einfach stehen, da wo du sie hinbringst. You know? Birthday Stream. Wenn ich Mittwoch komme, dann mache ich aber morgen und Dienstag frei. Oder Mittwoch nur Short. Mal gucken. Scheiß drauf, Digga. Ja, was soll man machen? Ich feiere meinen Geburtstag nie. Großartig. Ist der mit der, Alter? Die spielt dann einfach mehr Pen in Rufi. Die sind komisch da vorne. Ja, das ist mir auch zu viel. Ja. Gehst du hin? Keine Ahnung, Mann. Irgendwo chillen. Ja, ich will auch irgendwo chillen. Ja. Die sind voll komisch da von Raven, die Freunde. Ja, for real. Geht's? Nicht so gut, mein Arm tut weh. Mhm. Und irgendwie hab ich, glaube ich, Chance gemacht bisher. Was? Ich, nix. Was? Mein Arm tut weh und mein Bein. Ja. Das Schizzle. Du siehst auch echt scheiße aus. Ja, was musst du gerade sagen? Jo. Guck was? Mich an. Guck mich an. Ja, war so klar. Was denn? Dass du dich umdrehst und mir zuzwinkerst und dann so lächelst. Komm, wir setzen uns auf die Bank wie Forrest Gump. Das Bike und die Karre müssen wir aber Brüche machen, ne? Weil ich habe kein Geld. Ja, also $75 habe ich schon, ne? Ja, aber ich habe keine 8K. Ja, ich habe noch ein bisschen was. Ich kann noch was dazugeben. Aber ich muss das Ding 100% lackieren lassen, ne? Oh, für Schizzle. Heute geht nichts ab auf der Straße. Wir haben die letzten Tage zu viel Trouble gemacht. Ja, sehr viel Trouble. Wir müssen ein bisschen chillen. Hast du eigentlich deine Dings schon gezahlt, Strafe? Ja, ja. Viel zu viel, ey. Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, ne? Man weiß nie, ob jemand ein Loch in der Mitte gemacht hat und seinen Schwanz reinhängt. In die Pralinen-Schachtel jetzt. Damit meine ich, du weißt nie, was auf dich zukommt.
Ja, yeah, for Chisel. Tag, Tag der Weisheiten oder was? Ja, das ist. Weißt du, das, der Satz kam aus dem Herzen. Und Jojo hängt jetzt mit den komischen Leuten ab. Ja. Da hänge ich doch lieber mit Memphis ab. Ich auch. Verschisse. Egal, wir gehören jetzt zur Nachbarschaftswache. No way. No shit. No shit. Ich mach gar nichts. Ich kann alles schön auf sich selbst aufpassen. Fett Patricia überrollt alles. Wer ist denn Fett Patricia? Ist das deine Freundin vom College? Ja, das ist meine beste Freundin, beste Bitch nach Raven. Ah, Raven ist deine besteste Bitch? Ihr Verschisse. Meinst du, hier kommt heute noch ein Bus vorbei? Ich denke nicht. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wie was? Einen romantischen Spaziergang oder was? Ja, sowas Ähnliches. Für den Taxitypen rufen? Genau. Warum wusste ich das? Und dann wohin? Der soll uns einfach mal rumfahren. Rumfahren? Warum mieten wir nicht ein Auto? Ja, weil mein Arm kaputt ist? Ja, aber ich kann doch fahren. Ich gebe bestimmt nicht noch. Du sagst, wir müssen Geld machen und du gibst Geld aus für ein Taxi. Ja, das kostet $40, Mann. Ja, $40. Wenn er uns rumfährt, dann bestimmt mehr. Vielleicht kann man mit dem mal zusammenarbeiten. Verrückt bist du, verrückt. Lass mich machen. Ja, ich zahle dann aber sicher gar nichts. Seine scheiß Leitung ist belegt. Mach kein Drama. Jo, was für Drama? Red keinen Stuss, gib einen Kuss. Komm. Da ist Peppolinchen. Oh, ich wünschte, ich hätte so viel Energie wie die. Rennt die ganze Zeit rum. Die. Der fällt auf die Fresse. Du warst auch mal so aufgedreht wie die. No way. War ich nie. Klar, du bist auch immer rumgerannt und die hat ins Gebüsch getreten. Und sonst, wie geht's dir? Ja, ja. Du bist halt sehr gesprächig. Ja, verschisse. Wir waren schon lange nicht mehr zu zweit allein auf einer Parkbank. Ja, stimmt. Irgendwie weird. Mit dir. Allein. Du und ich. Und du, der unser Geld zum Fenster rauswerfen möchte. Ja, kam der? Hab ich den schon bezahlt? Nein. Ja, für Schissel. Ja, nix für Schissel. Ich hab den noch gar nicht angerufen. Ja, ja. Was zum Teufel macht die da vorne? Macht die denn? Wo ist die? Da vorne, bei dem Auto. Da. Was geht ab, Terry? Ich hab gehört, du bist auch schon auf dem Server unterwegs, ne? Ja, die nimmt definitiv zu. Keine Ahnung, was die nimmt, aber die soll aufhören damit. Ja. Yeah. Da sitzt jemand im Kofferraum. Oh Mann. Ich ruf mal Jojo. Yeah. Ja, wo hängt der mal nur da ab?
Scheiße, nein, Mann, ich hab vielleicht so ein kleines Problem. Was denn? Hörst du die Sirenen draußen? Ich höre immer Sirenen hier. Scheiße, Mann, ich werd vielleicht ein bisschen verfolgt. Was hast du gemacht? Ja, der Devin wollte was loswerden und was verkaufen, Mann, und ich hab ein Auto für uns besorgt. Und jetzt werdet ihr verfolgt. Was? Und jetzt werdet ihr verfolgt. Ja, nur ich, Mann. Der Ach, du laberst Bullshit. Wie laber ich Bullshit, Mann? Hörst du? Ich hab... Warte, ich mach Fenster runter. Ja, dann fahr hier vorbei. Okay. Wo bist du? Auf der Straße beim Lackeplacker. Ja, gib mir eine Sekunde, ich bin... Hör auf, an dir rumzufummeln. Ich bin losgeworden. Ach, du bist so ein Schwätzer. Ich muss die Karre ditchen. Frag Devin, ruf Devin an. Ich leg auf. Du bist so ein Schwätzer, Junge. Ruf Devin an. Ich mach niemanden an. Bitch. Jojo ist so ein Schwätzer. Warum? Er sagt, er hat eine Karre geklaut und die Cops verfolgen den. Und auf einmal hat er sie abgehangen. Was guckst du denn da auf der Karte? Ich guck so ein bisschen einfach nur, was so geht. Ich schätze. Bist heute nicht gut drauf, ne? Ja? Bist heute müde? Bin heute, ich habe ein bisschen Aua. Ja, frag mich mal. Ja, 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 ja. Aha, aha. Verschäße. Oh, Terry ist keine Ahnung. Ja, lass was Cooles machen. Ja, aber ich bin bei einem dabei, sag was. Das ist eine Karre klauen. Ich soll mit kaputten Armen ein Auto... Nö, dann kannst du eins klauen. Aber warum sollen wir so ein Auto klauen? Ja, keine Ahnung. Ich will einfach durch die Gegend fahren. Ja, dann komm. Geh. Hast du was zum Knacken da? Mehr. Okay. Wenn wir im Knast landen, ne? Dann bist du da schuld. Nein, keine Sorge. Ich fahre ja nicht so dumm wie ihr. Willst du eine Motherfucker aus dem Auto ziehen? Aus dem Auto ziehen? Also ich kann ein-, zweimal zuschlagen, kann ich. Was für ein Auto willst du klauen? Ein cooles. Eine richtig krasse Karre. Meinst du, hier steht irgendwo eine krasse Karre? Ja, hier wohl eher nicht. Aber vielleicht drüben beim Stadion. Da willst du jetzt hinlaufen. Ja, okay, dann nicht. Ja, doch, komm. Auf rumzuzicken. Prügel ich dich. Du machst gar nichts mehr. Hallo, Zania. Chat ist müde schon. Und Metall Gandalf, Dankeschön für den Prime 23. Merci. Jo, die Karre ist teil. Oh, dann zieh den Wichser aus dem Auto. Ich schlag ihn weg. Nein, nein. Nein, stopp, Mila. Fuck. Yo, was geht denn hier ab? Was ist denn jetzt passiert? Bleibst du stehen, Junge da. Bleiben Sie bitte stehen, der Herr, okay? Ja, sehe ich so aus, als könnte ich wegrennen. Kommen Sie mal von der Straße runter. Oh mein Gott, wieder, du bist so dumm. Haben Sie gekackt? Nein, ich bin verletzt. Entschuldigung. So. Bleiben Sie kurz hier. Oh Machen mein Sie Gott. Keine Faxen? Was willst du? Machen Sie bitte keine Faxen. Mach du keine Faxen, weißt du, wo du bist? Bleib. Ist das nicht der Motherfucker, den ich gestern kaputtgeschlagen hab? Och, Mila. Jetzt muss ich den Kopf wegprügeln.
Und die holen schon Verstärkung. Pamela, du bist so doof. Also, erzählen Sie nochmal, was genau jetzt vorgefallen ist. Aber die redet sich hier raus. Und deshalb haben sie jetzt gedacht, sie müssten da rausziehen oder was? Ja, Mila, warum ziehst denn du Begal aus dem Auto? Was denn angeschossen hat? Ach, der hat dich angeschossen? Ja, für Schisse. Also vielleicht machen sie das nächste Mal das nicht direkt auf der Straße, weil das sah jetzt eher aus, als wollten sie das Auto klauen. Nee, ich werde den da rausziehen. Ja, sollten sie vielleicht nicht machen. Vielleicht das nächste Mal, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Hintergasse oder so, mal ein paar aufs Maul, dann ist ja in Ordnung. Aber nicht nochmal sowas, okay? Ja, für Schisse. Das war klar. So die richtige Opportunity. You feel me? If you had one shot. Ja, nicht so ganz, aber ja, yo, Mom's the Gaddy. Schönen Abend. Knees weak, arms are heavy. Wo ist der Typ jetzt? Ja, ist auch. Ja, du bist einfach Speedrunner. Okay. Get the fuck out of my way! Er froh, dass der Cop so geschrien hat. Ich hab verstanden, was er gesagt hat. Deshalb konnte ich dir helfen, aber deine Ausrede. Oh, Scheiße. Jetzt hat Big Al einfach sein Auto stehen lassen. Hat den Schlüssel abgezogen. Wo ist der? Der ist weggerannt. Als die Cops kamen. Und die Cops standen schon in der Ampel, ne? Echt? Mhm. Hab ich nicht gesehen. Sind die auch überall? For sure. Sei froh, dass du dich rausreden konntest. Bye, have a beautiful time. Hätten die dich verhaftet, hätte ich den einen Kopf. Ich glaube, das war der Kopf von gestern, den ich die Zähne eingeschlagen habe. Ja? Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Was denn? Bleib bestehen, mach keine Faxen. Der hat richtig Angst vor mir. Aber cool, der hat mich nicht wiedererkannt. Ja, zum Glück. Aber ich habe ihn wiedererkannt. Weil er trinkt jetzt nämlich aus einer Schnabeltasse. Und dann hat er mich gefragt, ob ich in die Hose gekackt habe. Jo, das Auto war dick. Ja, die fahren hier bestimmt die ganze Zeit durch. Wir schauen einfach beim Stadion. Verstehe so. Das muss man mal jemandem erzählen. Lass ein Auto klauen. Nur weil wir nichts zu tun haben. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe dich noch nie Auto fahren gesehen. Hast du überhaupt einen Führerschein? Oh oh. Und du? Ich habe einen. Ja, wäre voll weg, wenn die mich erwischen, oder? Ohne Führerschein. Das wäre untight. For real. Schlaf gut, King, schlaf gut. Das ist noch so weit weg. Ja, ja. So weit ist es gar nicht mehr. Da vorne doch. Telefon. Yeah, wo seid ihr? Mila will zum Stadion laufen, ein Auto knacken. Okay. Frag mich nicht, warum. Schau mal nach dem Vielsitzer, Mann. Sammelt mich dann auch ein. Was laberst du? Ich doch gesagt. Wie? Ja, was willst du, Jojo? Ja, lass mich auch einsammeln, wenn ihr ein Auto... Ja, du musst uns sagen, wenn wir eins finden. Yeah. Ich call dich dann. Ich bin am Klamottenladen. Was? Ich bin am Klamottenladen. Jo, ich call dich dann. Alright. Bis gleich. Was will der? Ob wir den dann einsammeln, wenn wir ein Auto haben? Ja, aber nicht mit seinen komischen Freunden. Auf gar keinen Fall. You don't know me. Du kennst sie doch gar nicht. Wer bist du denn? Sag doch! Sieht aus wie deine Mama.
Ja, ich hab's gehört. Natürlich nicht. Was denkt sie, wer sie ist? Wie sieht aus wie deine Mama? Wo, Mila? Die Karre links. Hau ab! Geh weg! Verschwinde! Hau ihr ab! Texas Hill! Ja? Yo, was ist denn das für ein Auto? Verschissen! Ja, eine überteilte Karte. Yo, verpiss dich hier, Mann, die ruft 100% die Cops. Ja. Oh mein Gott, das ist so schnell. Schnall dich an. Bei meinem Store vorbei, ich zeig mit dem Finger. Boah, was ist denn das für eine Karre? Eine endgeile Karre. For real. Aber erstmal Fenster runter machen, stinkt voll. Ihr habt meinen Toolkipper geraucht. Hoffentlich sind da nicht die Cops. Was geht ab, Motherfucker? Ich glaube, das war Jojo. Ich glaub nicht, oder? Ja, oh, Dreezy, diese Hinterwäldler-Charakter sind übel Kicker, Alter. Richtig gut. Ja, dann fahr die Karre, du Maus. Ja, wohin? Keine Ahnung. Wir können jetzt überall hin. Ich hau jetzt so lange meinen Kopf wieder gehen, bis der Abig rauskommt. Hör auf damit, hör auf. You wanna wait, ach so. Was zum... Was? Was ist? Was machst du mit deinen Händen, Mann? Sind das Gang-Signs? Ja, schön, was willst du? Ich wusste gar nicht, dass du so gut Auto fahren kannst. Echt? Mhm. Jetzt geh grün, verschissen. Jo, diese verfickten Ampel. Was denn? Was machst du? Wie, was mache ich? Mir ist kalt, ich zitter. Boah, pass hier auf. Wir waren schon lange nicht mehr in Rancho. Wenn die uns sehen, greifen die uns an. Das ist echt okay. Hier wohnen die ganzen Putos. Diesen komischen Mexikaner. Die alle tanzen. Die tanzen? Jo, Verschissen! Ich ruf Jojo mal. Jo, die Karre ist endteil. Verschissen! What up, Jo? Jo, wir können dich nicht abholen. Ja, alles cool, Mann, ich sitz schon in der Karre. Wir haben so einer Frau so ein ganz krasses Auto geklaut. Ja, ihr seid doch an mir vorbeigefahren. Ach, was du das mit der Dämonenzeit? Ja, ich war in der Dämonenzeit. Du hast mir gesagt, what up, Motherfucker. Und dann seid ihr direkt weitergefahren. Ja, wir haben so eine weiße Supersportkarre. Ja, ja, ich hab's gesehen, Mann. Fang grad in die East Side. Yo, wanna waste, Motherfucker? Warum steckst du mir deinen Finger in den Mund? Bist du irre? Was? Yo,
kannst du mich noch hören? Jojo, ja, hör hörst noch. Du mich noch? Yo, yo, yo. Yi, yi. Hörst du mich? Yo, 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 yo. Lass uns gleich treffen. Ja, wo sollen wir uns treffen? Ich weiß nicht, gib mir kurz ein paar Minuten. Hm. Lass Weinmut Boulevard treffen am Kino. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Weißt du, wo das ist, Mila? Weinmut Boulevard. Jo. Jo. Jo, bitte bau keinen Unfall. Bitte bau keinen Unfall. Nee. Oh mein Gott! Hör auf! Jo, 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 aha, aha. Sei bloß vorsichtig. Bist du komplett bescheuert? Jo, was passiert? Jo! Massenkarambolage! Fahr! Ja. Warum baust du einen Unfall? Du hast gesagt, du fährst vernünftig. Ja, aber dann hat der Typ mich verwirrt, der da so komisch rauskommt. Ja, der wird die Spur wechseln, du Dummkopf. Ja, scheiße, das hat mich voll verwirrt. Schisse? Wo fährst du hin? Weiß ich nicht, was ich... Wir wollen zum Weinwood Boulevard. Weinwood Boulevard. Gib mir das Navi her. Aha. Da. Ah, Schisse. Doch, die Cops sind da. Aber die haben uns noch nicht entdeckt. Kannst du bitte keinen Unfall bauen? Okay. Jetzt halt immer deine Arme so komisch. Ich bin deine Arme so komisch. Jo, fahr doch wie du willst. Bring uns beide um. Jo, shit. Komm mal runter. Du bestehst 50% aus Memphis. Bitch. Oh, ist denn so, ja? So. Dann fick den doch in Zukunft. Jo, ich brauch dich nicht dafür, ich kann selber. Ja, dann mach doch. Guck mich an, was für eine Bitch bin. Fäng dich, Mila. Fäng du dich. Verschissel, Vater. Du hältst dich ja voll an die Verkehrsregeln. Verschissel. Ich dachte, du bist ein Bad Girl. Absolut langweilig. Oh, schlag gleich ein. Gott, nerv mich doch nicht. Guck doch mal auf die Tube. Wofür klaust du so ein Auto, wenn du schnell fährst? Ja, okay, hab ich da Familie gehört? Nein, ja, dann bau keinen Unfall. Wir haben so oft Too Fast and Furious geguckt. Hast du nichts gelernt? Oh.
Aber Jojo ist noch nicht da. Ja, siehst du? Ich hätte mir noch voll lange Zeit lassen können. Beschissen. Wie lange braucht ihr? Hä, wir sind doch da. Alright, okay, bis gleich. Ja, warum bist du noch nicht da? Warte. Du kannst echt gut Auto fahren. Was sind denn die Karre schon wieder her? Was geht, Motherfucker? Jo, hast du die Cops hergelockt, du Idiot? Nein. Ich höre sie reden. Wenn die uns erwischen, sind wir im Arsch. Scheiße, ja. Guck, was der für eine Karre geklaut hat. Mhm. Unsere sieht besser aus, für sure. Wo ist denn JFK? Ich weiß nicht, Mann. Eigentlich wollten die Raven und ich ein paar Batzen loswerden, aber dann war JFK auf einmal auch dabei und dann habe ich gesagt, ja, dann fahrt ihr, ich bleib hier. Sind das jetzt deine neuen Freunde am Store? Die komischen Meine? Leute? Meine? Der eine will uns Zardogs ausgeben. Scheiß auf die, Mann. Ich bin, du hast doch gesehen, ich stand allein am Store. Und dieser komische Bender wieder ist, ne? Dieser seltsame Typ. Yeah. Ich glaube, wir müssen dem ein paar auf Fresse hauen. Kein Problem, Mann. Ich habe schon meine Dämonenzeitjacke an. Da geht's aber los, Jung. Da lasse ich mich absetzen von dir um die Ecke und dann laufen. Warum drosten du mir? Sehr lustig. Ja, komm runter. Ja, heute geht nicht viel ab auf der Straße, ne? Und wir können nichts machen, wir müssen die Füße stillhalten. Rennen. Ich kann nicht fahren, aber Mila vielleicht. Yo, shit, ich bin nicht so gut daran. Na, ja, willst du denn rennen? Ah, ah. Vielleicht krieg ich's hin mit deinem Arm. Lieber nicht, oder? Oder meinst du, schaffst das? Ach, hast Angst, Bussi. Du ja, Bussi. Wo fahren wir lang, hä? Wo kommen die ganzen Autos her? Komm, Mila, wir fahren rennen. Oh, shit. Okay, rip der Charakter. Und du bist sicher, ja? Gib mir mal den Dietrich. Warte. Hier. Oh. Ja, geht nicht. Ja, wie geht nicht? Gib mir den doch. Ja, hier, nimm doch. Ja, gib. Nimm doch jetzt! So. Wo willst du hinfahren? Ich weiß nicht, einfach mal hier geradeaus, die Straße runter, oder? Okay. Nein, Schaden. Mhm. Und du bist sicher, du kannst es, ja? Das wird schon. Hier willst du runterfahren? Wie? Das ist doch viel zu eng, Mann. Du bist lebendig. Ach komm. Alright. Auf 3 Meter zählt. Das nenne ich mal Adrenalinkick. Scheiße. Yo, ganz Adrenalin im Körper, Alter.
Wollen wir mal gucken, ob er vorm Store steht? Nein, wir fahren noch eins. Komm mit. Na, okay. Du musst tanken. Jo, Jojo, das war echt knapp, Alter. Das war echt dolle knapp. Machen wir die Sachen mal interessanter. Bis wohin? Hier hoch, bis am Stadtpark vorbei, bis auf den Highway. Okay. Bis zum Casino. Eins, zwei, drei. Oh shit! Oh mein Gott! Der Fug? Ja, geht's dir gut? Ja, ist doch gar nichts passiert. Steig rein. Geht's weiter? Ja, ist nichts passiert. Komm, wir machen es noch interessanter, Jojo. Geht's dir gut? Aha. Denken Sie, das ist witzig? Fahr! Oh, Scheiße! Wer hat einen Unfall gebaut? Wir haben gewonnen. Das war ja nicht mal ein 10-Sekunden-Rennen. Ja. Scheiße. Pff, keine Ahnung. Mal ein paar Minuten warten, bis der sich meldet. Yeah.
Das ging super schnell. Ja. Das ist fuck, boy. Hattest du ein bisschen Angst? Auf keinen Fall. Du weißt schon, dass wir die Karre loswerden müssen, ne? Ja. Ja. Das war schön. Oh, das ist pures Adrenalin im Körper. Ja, für Schüssel. Du musst gar keine schriftliche Whitelist machen, Unicorn. Jo, lass dir jetzt noch hier in der Bude einbrechen. Bist du irre? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Nö, hab gar nichts dabei. Ich aber. Ich ruf Jojo, Mann. Meinst du, haben die den erwischt? Ich denke nicht. Die haben ihn doch, glaube ich, gar nicht verfolgt. Der geht nicht dran. Oh, shit. Dann wird der das heißt, entweder die haben den erwischt oder der ist noch umfahren. Das ist Schäsel. Ich glaube, wir sollten das Auto stehen lassen. Okay. Aber das hat Spaß gemacht. Ist jetzt Zeit für Taxi? Ja, okay. Geht keiner dran. Telefon. Hallo? Hallo, mein Name ist Abu Ali Sheikh Abdurrahman, bin Kerim Asraf, geruf bin Ahsan. Ja, hallo, wir brauchen ein Taxi. Bye, have a beautiful time. Wo bist du, Habibi? Ich schick dir bei WhatsApp GPS, okay? Standort. Okay, kein Problem. Machst du das? Okay, danke. Ja. Bis gleich. Okay, ich habe den Standort geschickt. Alright. Ich habe seinen Namen nicht verstanden. Okay. Er hat irgendwas gesagt mit Abdelrahim oder so. Hauptsache, er holt uns. Hoffentlich haben die Jojo nicht erwischt. Ja. Oh, das war knapp, das war gut. Die waren doch gar nicht hinter dem Herd. Ich glaube, zwei Streifen sind losgefahren. Oh. Eines Jojo hinterher, eine uns. Aber die, wo hinter uns her war, die hat einen Unfall gebaut. Oh, warte. Handy. Jo, Verschissel. Wenn diese hässlichen Schilder hier nicht vorzählen, die kann man auf jeden Fall wegmachen. Dann wäre das hier echt die fresheste Gegend. Jo, du musst reden. Wer war das? JFK. Die Hause warm? Ja. Ich hab richtig Wasserfall am Arsch. Du bist ein eklig. Du bist ein eklig. Du bist ein eklig. Assi. Warum sagst du Assi zu mir? Assi. Du bist ein Assi. Ja, verschissen. Hast du Geld bei? Ich hab 45 Dollar bei, das reicht. Okay. Wenn nicht, gebe ich dem einen Geldbündel. Au. Wir hauen ihm aufs Maul.
und nehme sein Geld. Willst du einen Taxifahrer überfallen? Meinst du, wie viel Geld er hat? Ich kann nicht kämpfen, mein Arm tut weh. Aber ich kann's auch nicht. Immer noch ein bisschen. Ja, was geht ab? Aber du hast immer noch nicht Standortgeschichte bei Wasser. Doch, ich hab. Nein. Bei mir funktioniert nicht, Habibi. Oh, dann... Weißt du, wo der Mirror Park ist? Der Mirror Park? Bei Rathaus? Nein, nicht bei Rathaus. Der Mirror Park. Im Osten der Stadt. Direkt in der Nähe von der Taxizentrale. Okay, ich schaue. Ich glaube, ich weiß, wo du bist, Habibi. In der Nähe von der Taxizentrale. Ja, bei diesem Mirror Park, bei diesem großen See. Ah, ich weiß wo, ja. Bist du bei dieser großen See? Nein, wir sind bei Nikola Place. Diese kleinen Straßen rechts. Avenue? Nein, Nikola Place. Nikola, okay. Ah, ja, ich habe gefunden, Habibi. Ich komme, ciao. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, der hat mir voll ins Ohr geschrien, Alter. Penner, Fischisse. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Warum hörst du nichts mehr? Ich höre nur noch piepsen, weil der mir so ins Ohr geschrien hat. Aber der kommt jetzt. Ah, right. Ich würde ihn schon gern hochnehmen. Ich kann nur den nicht hochnehmen. Ja, okay. Der soll uns nach Hause fahren. Oder zum Store. Ja, verstehe so. Aber ich glaube, ich würde nach Hause fahren. Ja, und lass noch ein bisschen chillen. Alright. Gucken, was mit Jojo passiert ist. Heute geht echt nicht so viel. Wir haben aber die letzten Tage so viel... Da kommt der du schon. Ja, was geht ab? Ahlan, sahlan, Habibi, wie geht's? Was machen Sachen? Gut, ja, wie geht's dir? Auch gut. Habibi, ich habe eine kurze Frage, wenn ich dich schon hier habe. Wie? Das ist mein Telefon. Mein Telefon hat mir mein kleiner Sohn eingerichtet, aber ich weiß nicht, wie funktioniert. Ich habe vorher einen Nokia gehabt. Hallo? Was willst du wissen? Ich verstehe dich da ganz schlecht. Was schisselt der so? Was machen Sachen? Jo, ich war eben mit Taxi zum Store, ja? Wer ist dieser am Kommunizieren? Was willst du denn wissen? Okay. Warum bekomme ich keine WhatsApp-Nachrichten, Habibi? Wir sind gerade irgendwo im Mirror Park, aber wir fahren jetzt mit Taxi zum Store. Aber ich habe dir geschrieben. Da ich habe gar keine Nachrichten mehr. Ich und Curtis. Und jetzt habe ich dir ein Bild gesendet. Du hast mir ein Bild gesendet. Habibi, ja, was für Bilder hast du mir gesendet? Erzähl ich dir später, man von kann dir jetzt nicht sagen. Das ist auch gut. Kannst du mir jetzt sagen, wohin du willst? Alright. Kannst du uns zum Store fahren in South LS? Später. Gegenüber vom Unicorn? Und bei Strip Club. Genau. Strip Club ist aber. Aber ich habe nur $45 bei, oh, ich hoffe, das reicht. Das ist scheißegal, ja, das ist auch gut, Habibi. Aber das nächste Mal kannst du ein bisschen mehr bezahlen. Alles klar. Weißt du, geben und nehmen ist dieses Leben, Habibi. Mein Vater hat gesagt, Habibi, wenn du gibst eine Pflanze Wasser, diese Pflanze gebe dir auch Wasser. Ich habe noch nie Wasser von einer Pflanze bekommen. Aber du hast auch nie eine Pflanze Wasser gegeben. Ja, wo schlange ich mal besser an? Weißt du, ich nehme Medikamente gegen Rückenschmerzen, darum besser ich speziell fahren, weißt du? Also du fährst dein Taxi so, weil du Rückenschmerzen hast? Ja, Habibi. Nein, wegen der Medikamente von Rückenschmerzen. Meine Reaktion ist bisschen... Na, ja. Weißt du... Jo! Scheiße. Ja, Entschuldigung. Arschloch. Nicht du, Habibi, aber die... Entschuldigung. Alles gut, Mann. Alles gut. Habibi, warum lachst du jetzt? Bist du mit dem Auslachen? Ja, lass ihn lachen. Ja, Mann, ich bin ein glücklicher Mensch. Und du bist ein guter Mann, Habibi. Nimmst du Antidepressiva? Nein, ich nehme keine Tabletten. Das ist sehr gut, Habibi.
Hier, das ist der Haram Club. Ja, Mann, das ist der Haram Club. Der Haram Club, Habibi. Was bekommst du? Der Habibi, was du hast. Was du bist geben, ist auch gut. Keine Problem, wir machen keine komplizierte Sachen. Hier, mit Trinkgeld zusammen. Danke dir, Habibi. Kein Problem. Du bist jetzt mein Stammtaxifahrer. Du bist der gute Mann. Du auch. Ich bin deine Stammtaxifahrer. Wie? Und meine nächste Sohn wird so heißen wie du, Habibi, einfach aus Respekt. Okay, mein Name ist Tosda. Was ist dein Name? Tosda. Und ich will dich so mal schieben. Willst du noch mit dem rummachen oder was? Jo, chill doch, Mann. Ich wollte nur nett sein. Dankeschön fürs Fahren, Bro. Kein Problem, Habibi. Zeigst du mir den Mittelfinger? Nein, ich habe den Finger schmerzen, Habibi. Ah. Alles klar, rein. Ciao, ciao. Jepa. Ja, was ist mit dir? Kann nicht. Ja, war doch übel cool. Ja. Die anderen kommen jetzt auch hierher. JFK, Raven und so. Und was ist mit Jojo? Ja, keine Ahnung. Ich hab noch nichts von dem gehört. Verschissel. Puh, Alter. Mir gerade eine Kippe angemacht. Dann haben die den 100% verhaftet. Klingelt. Geht keiner dran. Die haben ihn verhaftet, Mila. Ja. Dave? Was? Sollen wir rüberlaufen? Yeah, alright. Oh mein Gott, wenn's. Ey, der war so gut, Alter. Ich hab den zwar kaum verstanden, aber das, was ich verstanden habe, war gut. Die Rednecks dann auch gut. Ich glaube, da war Young Thug und Greasy, ne? Ich glaub, Kritiker. Das wäre einfach so ein Traum, wenn du hier 120 Leute drauf hättest. Die so pur RP zocken. Da haben die Cops richtig was zu tun, Mann. Der wird jetzt geknüppelt, ja. Ich hoffe. Leider ist heute nicht so viel. Ja, können wir auch machen. Alright. Hast du verstanden, was der mich gerade gefragt hat? Der sagt so, genau? Habibi, nimmst du Antidepressiva? Ja. Wann kommen die? Weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall gesagt, die kommen hierher. Wer ist denn das da links? Das G? Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Ist so richtig cool, Dreezy, Alter, ohne Witz. Na, ich glaube, das Schiffge. Bye. Ja, verstehe. Ich glaube, die haben Jojo festgenagelt. Wo habt ihr den Trottel gelassen? Wir haben ein Autorennen gefahren. Und wir haben die Cops ein bisschen provoziert. Mhm. Ein bisschen, und ich glaube, ja, die haben den gefaked. Der geht nicht an sein Handy ran. Super. Ein bisschen ist gut, ne? Klingelt die ganze Zeit nur. Oder der hat die Karre gegen die Wand gesetzt. Der Evan hat es auch schon probiert. Keiner reicht. Wir hatten gerade den endcoolsten Taxifahrer der Welt. Den coolsten? Ja, ich glaube, der heißt Abdulu. Ja, Abdulu. Mit dem sind wir gerade gefahren. Den haben wir auch kennengelernt. Komischer Kauz. Ja, was geht ab, Brokkoli? Nicht viel. Ich war gerade mal in dem Laden drin. Und? Die haben auch. Bingt. Ist da was los? Ich war da noch nie drin, ich schwör, Mila. Wo? Da, in dem Strip-Schuppen. Ach, das ist Strip-Schuppen. Ich dachte, das wäre irgendwie was anderes. Was hast du nur gedacht, was das ist? Ich weiß nicht, sieht irgendwie aus wie eine Art Fancy-Restaurant, aber jetzt, wo ich rechts das Schild lese... Was soll es denn da zu essen geben? Bisschen Pussy?
Aber jo, in dem scheiß Bus sitzt ein Geist, wer fährt den Bus? Was geht denn jetzt ab? Oder ist das so ein Dings-Car? Von Goggle? So ein Selbstfahren? Ja, könnte natürlich sein. Boah, die Stadt ist echt voll innovativ, ne? Holy shit. Jo, das ist ein selbstfahrender Bus? Oh mein Gott. Ich glaub, der ist... Oh mein Gott. Vorsicht. Das war doch ein Anschlag auf mich. Das war ein Systemfehler. Geil, ich sag hält dir, auf einmal eine Laterne um. Das ist der erste Schritt. Jo, irgendeiner muss die Scheiße wegräumen. Ja. Also so viel Kraft habe ich nicht. Versuch nur mit vielleicht Jojo mal beim Abschleppdienst. Ja, ruf einen Abschleppdienst. Geschrieben habe am Penis. Die haben den 100% festgenagelt. Ja, aber das werde ich nicht fragen. Der Wichser hat einen Komet geklaut. Ich hatte neulich einen Infernus. Geht nicht an. Warum klaut ihr so viele Autos? Nein, das war das eine Ding und da haben wir nur ein paar Rennen machen wollen. Hat aber irgendwie auch nicht ganz geklappt, weil die Cops sofort da waren. Absolut jugendlicher Leichtsinn, Autos klauen und Rennen fahren. Ja. Und wo habt ihr Raven gelassen? Wir machen so einen Scheiß. Die ist ins Hotel gegangen. Bist du sicher, dass du den nicht einfach vergessen hast? Irgendwie mach ich mir Sorgen um Jojo, nee, Mann. Nee. Also machst du dir Sorgen um den Pisser? Nee, ja, der ist nur so klein und dumm. Auf jeden Fall nicht. Klar, dumm ist er, aber der kommt klar. Warum ist das ein Großmann? Eben. Wir haben den voll abgezogen im Autorennen. Und wir haben wieder eine Kopfkarre zum Crashen gebracht. Aha. Jugendlicher Leichtsinn. Ich habe gestern den Kopf so auseinandergenommen, ne? Habt ihr schon mitbekommen, was wir gemacht haben? Nee, erzähl mal. Ja, wir haben noch diesen Brief bekommen vom OG aus dem State Prison. Der hat uns doch in den Mirror Park geschickt. Da sind wir den einen Tag noch in so ein Haus eingebrochen. Da kamen nur die Cops und wir alle festgenagelt. Nächsten Tag war Jojo unterwegs und Joaquin und Jeff K. Yep. Und dann haben wir gestern ein anderes Haus hochgenommen, was auch an so einem Parkplatz stand, wo wir hingehen sollten. Das haben wir ausgeräumt. Aber ich habe den Jungs, weil die Cops dahin nämlich kamen, wegen der stillen Alarmanlage, habe ich den Jungs ein Zeitfenster verschafft. Ich habe so eine Bullenkarre gecrashed. Verfolgungsjagd. Habe ich mich am Vinewood Boulevard hinter so einem Burgershot versteckt. Dann kommt auf einmal so ein Cop an, das war so ein Russe, und sagt so, mach nix, blöd, nimm deine Hände hoch. Und dann nimmt er so den Taser auf einmal runter. Wie hat der gemacht? Ja, ich kann das nicht besser nachmachen. Hab ich meinen Schlag gezogen, hab dem Zehen eingeschlagen. Und hab ich seine Karre kurz geschlossen, hab ich im Norden verpisst. Und später hab ich die scheiß Kopfkarre noch im See versenkt. Wegen den ganzen Fingerabdrücken und so. Ja, besser ist... Warte, was für ein See? Boah! Toll, sind meine Schuhe dreckig. Jo, ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Ne, die waren vorher schon grün. Ach so. Ach, das sind doch die Thunfisch-Snacks, ne? Mm. Oh, du bist doch richtig auf Dämonenzeit. Liebe. No fucks given, Alter. Ich will gar nicht wissen, was da gerade passiert ist. Da keine Frage, okay? Geht hier der Leute Fast and Furious gedreht? Wo sind die Kameras? Hab ich da gerade Familie gehört? Hab ich da gerade Familie gehört? Einfach wie ein Benzin am Start, Junge. Letty! Letty!
Ja, aber kill mich nicht. Boah, halt die Klappe, du Höllenmensch! Nicht, dass gleich so ein Auto rausfliegt aus dem FAB Tower. Und damit ein Parachute landet. Und dann steigt Win-Benzin aus. Jetzt habe ich die ganze Zeit Orbum vom Bandolero. Upsala Gasolina. Wir sitzen hier auf der Parkbank und Jojo sitzt im Knast, wird zusammengeschlagen. Weil der kleine Wichser ihn so ein Supersportauto geklaut hat. Das nenne ich Karma, Bitch. Boah, aber so übel es klingt, ich glaube, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Heute ist nicht so der coole Tag. Ja. Alles so anstrengend heute. Schon wieder Sonntag. Ja, so ein richtiger Sonntag. Ja, brauchst die Energie von Mad Monday, ja. Oder Mila? Die schläft schon ein. Hey, du hast dich vollgesabbert. Mila wollte schon. Das hängt schon bis zum Boden runter. Du hattest die Augen zu. Bist du müde? Ja, verstehe. Mir geht's auch irgendwie nicht gut, Alter. Mir ist voll warm. Mir geht's gar nicht gut. Ich fühle mich irgendwie so, als würde ich krank werden. Auch mir geht's eigentlich blenden. Jo. Dann nimm die Taschenlampe aus deinem Gesicht. Komm, mach uns zum Marker. Wenn ihr was von Jojo hört, schreibt mir bei WhatsApp. Alright. Verschisse. Later. Peace out. Oh, mir geht's nicht so gut. Ja, du wurdest auch angeschossen. Verschisse. Ja, nicht nur deswegen. Sondern? Weiß nicht, mir ist voll warm. Voll warm? Und dann ist wieder kalt. Und dann wieder kalt. Wie ist denn jetzt gerade? Jetzt gerade ist voll warm. Ja? Wegen Lachen. Achso. Warum riecht sie auf einmal nach Döner? Was für Döner? Was hast du gegessen bei Raven? Na, ein Hotdog. Was denn sonst? Verschissel. Nee, ist kein Test-Server. Ist Alpha-Beta-Server. Wo Features reingebracht werden, dann werden die gefixt und bla bla bla. Und dann wird irgendwann richtig released. Yo. Was? Nix, nix. Was, warum guckt der dich so an? Ja, shit, sagst du das noch einmal, bring ich dich um. Sure. Oh mein Gott, ich muss mir gleich irgendwas reinpfeifen, Alter. Ich glaube, ich werde krank. Schnell entgegenwirken. Puh, ich habe voll die Hitzeballungen. Was? Mit den abgibsten Abschnitten, hier. Was denn? Madame. Ich kann nicht schlagen, mein Arm ist kaputt. Keine Sorge, Chat. Da werde ich entgegenwirken. Chat ist immer müde. Moritz, Dankeschön für den Prime-Sub am 8. Diogo, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Yo, yo. Ui. Yo, mach Platz, Motherfucker. Wir sind auf der Mondzeit. Aua. Du Wichser. Oh mein Gott. Lauf. Aua. Einfach den Schmerz weglaufen. Aua! Why be and we did it? Sure! Aua, aua! Aua! You ain't nothing but an asshole with bumps. Halt's Maul, verpiss dich! Piece of shit! Fresse, du Wichser! Wow, 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 5-0! Mila, rechts rein!
Meinst du, die sehen uns ja? Keine Ahnung. Was denn das? Was? Möchtest du Mr. Gurk einen Kuss geben? Schau, hübsch. Einfach. In die Hacke. Jo, ich hab die Matrix gebrochen. Ich hab Wallhack, Bruder. Wenn die kommen, dann kriegen die ein Brett. Wir machen kein Gambo mehr, wir machen Dämonenzeit. Ich glaube, wir können abhauen. Okay. Wir haben uns nicht gesehen. Go stupid! Oh, oh Gott! Go crazy! Ah, Bro, Alter! Was denn? Da war so eine Mücke. Hast du nicht gesehen? Ich hab mich mega erschrocken. Kraftmeier. Dankeschön für $5, Buddy. Junge. Und Schmumann, dankeschön für den Prime Sub im 15. Ich hab den voll weggeboxt. Und Amis, dankeschön für den Prime 16. Ja, Mann, ich hab's genau gesehen. Ja. What the fuck? Was willst du? Komm, zwing mich dir jetzt nicht auf die Fresse zu hauen, jo. Jo, der hat stupid ass motherfucker gesagt. Ja, der ist ein stupid ass motherfucker. Was? Jo, was wollt ihr? Bin verletzt, ihr kleinen Bitches. Ihr habt mich im Wichser. Ja. Was scheiße. Immer diese scheiß Napperskillner. Diese Purple Lutscher. Boots. Lila ist kacke. Lila ist schon immer kacke gewesen. Lila bleibt auch kacke. Lila bleibt kacke. Lila ist die Farbe der sexuell Unbefriedigten. Ja. So Motherfucker. Verstehst du? Ich nehm die Zähne ein, schlagen nicht mehr. Der OG von denen hat doch ein Tribal auf dem Arm tätowiert. Echt? Wie? Du meinst, dass es nicht fertig ist? Nee. Siehst du mir am Automaten noch 2 Cokes? Ja. Steck mich nicht an mit deiner Seuche. Hast du gerade die Flasche auf mich geworfen, du dreckiges scheiß Napperskind? Hm? Willst du Stress? Damn. Ja, was damn? Doch nicht mehr so ein großes Maul, ne? Nachdem wir euch gefickt haben? Dreckiger Pisser. I'm gonna knock you the fuck out. Oh. Ja, komm her. Dich fick ich auch noch, wo ich verletzt bin. Aua. Der war daneben. Aua. You wanna chuck him with me? Oh, fucking Mort. Oh, fuck it. Come here. Zack. Zack. Fred Magmila. Scheiß Napperskinder. Yo, was geht mit dir ab? Pack ich Purple oder was? Sagst du auch einer von denen? Warum hab ich geschielt und Tribal Tattoo? Nein, was hast du gesagt? Aua. Halt auf mich. Scheiß Jifke. Ja. Hau mir einfach in die Fresse. Ja, Homeboy. Wo ist denn dein Roller? Warum hast du einen scheiß Rollerhelm auf?
Das ist der Drip in 2021. Vielleicht hole ich morgen meinen auch mal wieder raus. Du hast doch gar keinen Roller. Aber oder meinst du deinen komischen City-Roller? Was war denn das denn schon wieder? Aber kein Geld. Der hat seine scheiß verdreckige Pissflasche nach mir geworfen. Was hat der? Ja, und dann ist der auf Mila losgegangen. Aha. Und dann kam sein Kumpel aus dem Gebüsch. Weiß Gott, was der da drin gemacht hat. Scheiß Wichser hat bekommen, was er verdient. Ganz komisch. Also haut der rein. Hau rein. Hau rein, Brokkoli. Leider. Von Devin zu Kevin zu Brokkoli. Das nenne ich mal coole Namensgebung. Voll krass, wie du den weggetreten hast, Mila. Ja, oder? Schön, dass Jeff Cam in die Fresse haut. Ist ja nicht so, dass ich schon kaputt bin. Ich geh gleich erstmal in eine Wannabody. Wannabody. Ich auch. Dann bin ich ordentlich geschrubbt. Bei einem kleinen Ficker. Alles klar, viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt schon wieder macht. Ja, Jeffko, kümmere dich um deine Palme. Halt das Viertel sauber. Guck mal, die wächst und gedeiht. Das hier ist Aloe Vera, jo. Die Palme da. Holt ihn ja nicht raus. Aber ich weiß nicht warum, die ist viel kleiner als die anderen hier. Das sind so typische Männerwitze, ne? Ja, for sure. Yeah. Und wenn du richtig Bad Girl bist, trittst du gegen die Mülltonne. Jetzt musst du nur noch treffen. Ja, hab ich doch. Ach so. Ich häng noch bei Jojo ein Zettel an die Tür. Ja, okay. Bis gleich. Bomfer, danke für den Prime-Sub im 34. Resub, merci. Und an Nomix, Dankeschön für den Prime ebenfalls im 2. Ich irgendeinen vergessen. Captain Schnee, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Wunderpenner hier, ne? Ich sag nicht, ich muss klettern, weil... Egal. Mit den Notizen ist halt so dick, Alter. Boah, ich zieh mir ein paar Dings jetzt rein, damit ich keine Erkältung oder so bekomme. Ich küsse dein Herz nochmal. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Oh Mann, mir ist so warm, Alter. Dom Toretto, ich hab Familie gehört, Bruder. Kacklied, Alter. Nix geht über die Familie, da hast du recht. Wie war die Umfrage denn jetzt? Wir machen das einfach so, wenn ich morgen nicht komme und Dienstag nicht, da komme ich dafür, ja, Mittwoch.
Weil Mittwoch ist Birthday-Stream, dann können wir zusammen ein bisschen abfeiern. Oder ich komme morgen und dafür mache ich Mittwoch Short, aber Short ist immer doof. Obwohl, heute ist ja auch Short gewesen, ne? Wie lange waren wir denn jetzt online? 3 Stunden, Alter. Die nächsten Tage kommen wieder neue Features auf dem Server, glaube ich. Dann können wir ein bisschen EP erweitern. Wie es dir passt. Ja, wir werden sehen. Ich schreibe ja bei Twitter. Oder ich sag morgen im Discord oder so Bescheid. Könnt ihr übrigens einen Join, wenn ihr noch nicht drauf seid. Wird immer viel Quatsch geschrieben im Chat da. Aber Oma hat da das Sagen. Hab ich jetzt noch irgendjemand vergessen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, hab ich wohl. Repacts, Dankeschön für den Resub am 12. Retzmann, Dankeschön für den 8. Gute RP. Die Klappe, Junge. Dandy und Schlottino. Noch. Glaube ich. War trotzdem lustig heute. Auch wenn nur 3 Stunden. Machen wir nochmal Tinkepäckchen Zeit und dann ab in der Haie. Oder ihr guckt woanders zu. Ist ja noch früh. Ne, kein Bock jetzt zu gucken. Ab in die Eier, ja, ja. Immer ab in die Eier, Bruder. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, dass ihr dabei wart. Entweder bis nachher oder Twitter oder Discord gucken. Okay? Ich küsse alle eure Herzen. Bleibt gesund. Und ich sag schon mal gute Nacht. Bye-bye. Bye-bye. Tschüss.